So, um in der Tradition des großen bayerischen Entertainers Karl May zu bleiben, Servus, Grüß Gott und Hallo. Ja, mein Name ist Christian Ordon, ich leite die Geschäftsstelle der Livecom und moderiere jetzt so ein bisschen diese Best-Practice-Geschichten, die sich dankenswerterweise in vielen Metropolen gerade so entwickeln. Da sind einige Sachen dabei, die sind ganz frisch und einige, die schon fast so ein bisschen Leuchtturmcharakter haben. Darauf gehen wir dann jeweils ein. Genau, und dann fange ich tatsächlich auch schon mit einem der jüngsten Projekte, Konzepte an. War ganz witzig, weil im August letzten Jahres erhielt ich einen Anruf aus Freiburg. Ja, hallo, ich bin der Dennis, ich habe da ein Konzept geschrieben zur Bookerförderung. Ja, das hört sich doch super an, schick doch mal rüber. Ja, und auf einmal, zack, bumm, hat man es überall gelesen. Und ich glaube, das Aktuellste war heute, gestern Abend, NTV mit Nachtleben, wie war die Schlagzeile? Nachtleben stirbt, wir haben eine Lösung. Naja, okay, von daher freue ich mich, dass wir das Konzept vorstellen können, dass Dennis heute hier ist, aber auch Thilo von der Stadt Freiburg. Genau, kurz was zu Dennis, Veranstalter, aktiver in der Stadt und im Nachtleben. Genau, und er hatte die Idee, eine genreunabhängige Subvention für Band- und DJ-Bookings zu entwickeln, den Freiburger Booking-Fonds. Von daher freue ich mich sehr und bitte dich jetzt auf die Bühne. Vielleicht noch eine Anmerkung von der Technik. Solltet ihr Zwischenfragen haben, es sind hier zwei nette Damen mit Mikros, die euch versorgen werden. Da hinten, genau. Danke. So, hi, das ist der erste Vortrag heute. Es geht um den Freiburger Booking Fonds und zuerst wollte ich mich obligatorisch mal vorstellen, auch wenn mir das fast schon abgenommen wurde. Ich muss da hinklicken. Oder doch nicht? Ja, jetzt geht's. Super, also mein Name ist wie gesagt schon... Dennis Bienal. Ich komme aus Freiburg, bin selbstständig in der Marketingberatung, bin freier Veranstalter und bin seit neuestem Student im schönen Fach der Fotografie. Kriege ich meine Präsi wieder? Genau, ich rede einfach mal weiter. Genau. Marketingberater, Veranstalter und Student. Und gleich zu Anfang wollte ich sehr ehrlich zu euch sein, weil ich wusste gar nicht, was das hier für eine Veranstaltung ist. Ich kannte auch die Livecom, bevor ich dir angerufen habe, nicht wirklich. Ich wusste nicht, was die Initiative Musik ist. Ich kannte nicht mal unseren eigenen Pop-Support, den Thilo Buchholz. Das liegt ganz einfach daran, dass ich aus einer Veranstalterwelt komme, die sehr, sehr stolz war auf ihre Unabhängigkeit. Wir haben immer wieder selbstständig geschafft, mit wenig Geld an die großen Acts zu kommen, uns immer wieder neue Locations aufzutreiben und immer wieder neue Deko- und Lichtkonzepte zu entwerfen. Deswegen sind wir auch meistens ausverkauft. Das liegt aber jetzt nicht daran, dass wir den Hebel gefunden haben, sondern dass wir das alle ehrenamtlich machen beim Kulturkanister. Das heißt, eigentlich habe ich diese Probleme sehr, sehr selten, um die es hier geht, aber trotzdem habe ich mich aufgeregt und das wollte ich euch erzählen, wie das kam. Die Geschichte ist, ihr kennt es bestimmt auch, in euren Städten wird es bestimmt ähnlich sein. Bei uns in Freiburg gibt es immer große Lamentierorgien im Facebook, wo dann Musiker, Promoter und Gäste darüber diskutieren, warum jetzt alles so schlecht ist und dass die Stadt einen ja gar nicht haben wollen würde, dass die Gäste unsere Veranstaltung nicht mehr wertschätzen würden und generell alles zu teuer wären. Was mich daran gestört hat, waren gar nicht so die Kommentare an sich, da mögen ja manche Sachen auch ganz richtig sein. Mir ging es eher darum, dass keiner irgendeine Lösung angeboten hat. Und auch wenn ich diese Probleme nicht habe, stehe ich auf Lösungen. Und da ich keines von den bisherigen Förderprogrammen kannte für die Clubförderung, habe ich mir selber einen Hebel gesucht. Mir waren vier Punkte bei dem Hebel wichtig. Ich wollte ebenso kommerziell wie unkommerzielle Veranstalter fördern. Dann wollte ich, dass nicht nur die Clubs an sich eine Förderung erhalten können, sondern auch ein freier Promoter, weil ich glaube, dass eine vielfältige Promoterlandschaft genauso wichtig ist wie eine vielfältige Clublandschaft.
Dann war es mir wichtig, dass jedes Genre bedient wird, nicht nur das Elektronische, aus dem ich eigentlich von Hause aus komme. Und was mir auch sehr wichtig war, ist, dass das für die Gäste erlebbar wird. Wir kennen alle so einen Clubbetrieb, wenn da mal 1.000, 2.000 Euro Förderung draufkommen, verpuffen die eigentlich in den Tageskosten. Und beim Gast, der merkt eigentlich davon oft gar nichts, wenn es nicht wirklich viel Geld ist. Deswegen habe ich mir den Hebel, das Booking, gesucht, weil das für die Gäste immer noch einen Unterschied macht und weil die Promoter und Clubbetreiber immer noch mehr Gäste dadurch in ihre Clubs erhalten. Genau, jetzt ist aber das Problem, ihr kennt das alle, wenn ihr selber Bookings macht, gerade experimentelle Bookings, wo man nicht auf Nummer sicher geht und vorher schon weiß, dass der Act funktioniert, sind oft schwierig zu finanzieren. Ihr kennt bestimmt alle diese Abende, die mäßig gefüllt sind. Eigentlich hat der Band oder der DJ Spaß, die Mucke war auch super, die Gäste hatten Spaß, fürs Personal war super und der Einzige, der doof dasteht, ist der Club oder der Veranstalter. Da geht es oft gar nicht um viel Geld, gerade bei kleineren Sachen sind es irgendwie öfter mal so 500 Euro, die fehlen oder 1.000 Euro, die fehlen und das ist dann auch oft der Punkt, wo so der durchschnittliche Promoter das Handtuch wirft und sagt, den ganzen Stress, um am Ende noch draufzulegen, das mache ich nicht mehr. Genau, das haben wir in Freiburg erlebt. Und genau diese Lücke möchte ich mit dem Booking vorfüllen. Es geht darum, dass wir glauben, dass wenn wir es schaffen, 50 bis 100 Förderungen im Jahr in Freiburg durchzukriegen, dass es einen richtigen Impact auf das gesamte Nachtleben hat und nicht nur auf die einzelnen geförderten Projekte. So, dafür brauchen wir aber viel Geld, weil auch wenn 1.000 Euro nicht viel sind, sind es ja mal 50 oder mal 100 doch wieder viel Geld. Deswegen habe ich mir was ausgedacht, wo dieses Geld denn herkommen könnte. Und dabei habe ich drei Säulen ausgemacht, die daran ein Interesse haben, dass das Nachtleben in Freiburg wieder floriert. Das ist zum einen die öffentliche Hand, das ist die Attraktivität der Stadt, darüber wird oft gesprochen, gerade für eine Studentenstadt wie Freiburg sehr wichtig. Dann gibt es die Szene selbst, die ich jetzt auch nicht aus der Verantwortung entlassen möchte. Das heißt, der Booking Force ist ein Verein, da wird es Mitgliedsbeiträge geben, die ebenso in den Topf fließen. Dann gibt es in Freiburg alle zwei Wochen zu irgendeiner Sache eine Soli-Party, dann können die Freiburg auch mal eine Soli-Party für ihren eigenen Fonds machen. Dann der dritte Part, und über den möchte ich auch am meisten reden, das ist die private Wirtschaft. Von der erhoffe ich mir wirklich viel oder haben wir auch schon positives Feedback bekommen, vor allem von den angeschlossenen Zulieferbetrieben. Mir ist ganz wichtig, dass das nicht als Sponsoring wahrgenommen wird, weil ich glaube, Geld als Unternehmen in diesen Fonds zu geben, ist reiner Selbstzweck. Weil stellen wir uns mal vor, ihr wärt eine Brauerei. Ihr könntet ja jetzt argumentieren, dass das Bier ja unter Umständen gar nicht verkauft wird in der betreffenden Location, wo die Förderung stattfindet. Jetzt glaube ich aber, ein typischer Abend sieht ganz anders aus. Die Leute trinken irgendwo vor, das kann Supermarktbier sein, das kann aber auch in der Kneipe sein. Dann gehen sie von mir aus auf das Konzert und danach wird noch irgendwo ein Absacker getrunken oder sie landen doch noch mal in einem Club. Ganz generell glauben wir, dass wenn es viele Booking-vorgeförderte Konzerte mit experimentellen Acts gibt, dass das Nachtleben in Freiburg an sich mehr Aufmerksamkeit erhält und deswegen auch mehr Leute unterwegs sind. Das schließe ich ganz einfach aus einer wirtschaftlichen Formel. Wenn man die Qualität steigert bei einem gleichen Preis, steigt die Nachfrage. Und ich glaube, somit profitieren alle, nämlich nicht nur Clubs oder Bars, die jetzt speziell eine Förderung bekommen haben, sondern alle, die sich in dieser Stadt befinden, wo dann hoffentlich mehr weggegangen wird. So, das ist alles noch vom ersten Entwurf, das ist alles noch vom ersten Abend, wo eben dieser besagte Facebook-Post online ging, unter dem ich mich ein bisschen aufgeregt habe. Und jetzt möchte ich schon ein bisschen vorgreifen und ich werde euch auch gleich erklären, warum. Jetzt, 6 Monate später, das Ganze ging im November los übrigens, ist es schon lange keine Idee mehr, ne? Also wir hatten über 70 unterstützende Gruppen, wir hatten etliche Lokalartikel, das DJ Mac hat drüber geschrieben, jetzt gestern eben auch nochmal NTV und außerdem haben wir mit einer überraschend riesigen Mehrheit im Gemeinderat 45.000 Euro für den Doppelhaushalt für das Projekt zugeschossen bekommen. Mittlerweile melden sich Sponsoren auch von selbst, gerade Lexware und VAG sind von selbst schon auf uns zugekommen. Und alles in allem ist das eigentlich besser gelaufen, wie ich mir das an diesem Novemberabend hätte vorstellen können. Genau, warum habe ich jetzt vorgegriffen? Naja, weil in den 6 Monaten, die jetzt dazwischen lagen, mussten einige Fragen geklärt werden, auf die wir eine etwas andere Antwort hatten, wie wohl die Leute vor uns. Auf jeden Fall waren viele ein bisschen verwirrt darüber. Die Fragen waren solche Sachen wie man überhaupt so viele Kleinstförderanträge abwickeln möchte, dann wie man das Ganze transparent halten kann und auch wie man dann dieses Geld überhaupt fair verteilen kann. Wir hatten auf alle drei Fragen hatten wir nur eine Antwort. Es war ein Online-System. Ganz ehrlich, ich war ein bisschen geschockt, als ich da auch in unsere Verwaltung ein bisschen Einblick erhalten habe und gesehen habe, wie viel Papier und Personal verschwendet wird, um irgendwelche Dinge abzuheften, ne?
Genau, dabei ist das alles ganz einfach. Wir benutzen alle, wir arbeiten alle digital wahrscheinlich hier im Raum schon. Und es muss alles gar nicht so schwer sein. Deswegen habe ich mir ausgedacht, wie das funktionieren könnte und habe bei meiner alten Agentur angerufen, das ist Subculture Urban Media. Die haben seit 20 Jahren Erfahrung als Webagentur, stecken richtig tief drin in der Szene und bieten einfach eine Top-Qualität für bezahlbares Geld. Also habe ich mich mit deren Designern und Programmierern hingesetzt und ja, das war wirklich so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Lasst uns die drei Fragen noch mal kurz angucken, weil da kann ich dann kurz was über das Online-System erzählen. Da haben wir zum einen mal die Abwicklung. Das ist ganz einfach, ihr kennt alle Datenbanken. Das ist wie bei euren E-Mail-Accounts oder bei allen anderen Software. Also bei uns kann man die Mitgliedsanträge online eingeben, man kann die Förderanträge online eingeben. Sogar die Prüfung durch die Jury wird online über eine Maske stattfinden. Somit muss sich niemand treffen und das geht alles schnell und mehr oder weniger nebenher. Dann die Fairness. Das war ein großer Punkt, der mir auch sehr wichtig war, weil ich habe gesehen, bei anderen Förderprogrammen geht es ganz oft darum, dass irgendwer sagt, das wäre jetzt künstlerisch besonders wertvoll und deswegen förderwürdig. Jetzt sind es ja aber Clubbetriebe. Die arbeiten doch so eng am Puls der Zeit, dass das überhaupt niemand bewerten kann, was davon jetzt irgendwie wichtig oder nicht wichtig oder kulturell wertvoll ist. Deswegen haben wir einen Bewertungsbogen entwickelt, der keine künstlerischen Kriterien enthält. Genau, da sind dann solche Kriterien drauf, wie zum Beispiel die Angemessenheit des Eintritts oder die Bedeutung für den internationalen Austausch oder die Parität des Programms, solche Sachen. Und die werden dann bewertet von der Jury von 1 bis 6 und wenn man diese Zahlen kumuliert, entsteht der Booking Rank. So ordnen sich die Anträge bei uns automatisch nach ihrer Förderwürdigkeit. Der Punkt daran auch ist, dass niemand abgelehnt wird. Es wird einfach so lange Geld ausgeschüttet, wie Geld da ist. Und wenn keins mehr da ist, dann kriegt es zwar niemand mehr, aber wenn mehr Geld da gewesen wäre, dann hätten die das auch gekriegt. So. Dann der dritte Punkt ist die Transparenz und die ergibt sich eigentlich aus den Daten, die wir davor gesammelt haben. Weil natürlich ist der Live-Ticker, wenn der von einem Computer geführt wird, jederzeit einsehbar. Also jeder Veranstalter, der etwas beantragt hat, sieht ganz genau, wo stehe ich denn? Wie wurde ich denn bewertet? War zum Beispiel mein Eintritt, wurde der als nicht angemessen bewertet? Und dann kann der entweder nachregeln und einen günstigeren Eintritt nehmen oder kann vielleicht mehr darüber informieren, wie sein Eintritt zustande kommt, dass der vielleicht doch fair wäre. Genau, das sind so diese drei Sachen. Was sich auch automatisch aus diesem Online-System ergeben hat, war, dass unsere Programmierer von Anfang an gesagt haben, diese Systeme, wie wir sie programmieren, sind eh immer Shared Use. Sprich, wir können jetzt in den nächsten 1-2 Jahren in Freiburg einen Testlauf machen und danach kann sich jeder von euch dieses System greifen und seiner eigenen Stadt nachbauen. Das ist überhaupt kein Problem. So, um jetzt nochmal kurz zum Ende den Bogen zum Anfang zu finden, ist nämlich, ich kenne hier ja überhaupt keinen und genau deswegen bin ich hier, weil ich kam zu diesem Projekt wie die Jungfrau zum Kind quasi durch einen Facebook-Post und bin jetzt hier, um euch alle kennenzulernen, um mich mit euch auszutauschen, weil ich bin mir ganz sicher, dass ihr noch ganz viele tolle Tipps für mich unerfahrenen Jungspund habt. Deswegen würde ich euch bitten, sprecht mich einfach an, gerne mich oder den Thilo Buchholz und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Vielen lieben Dank, Dennis. Ich habe hier so ein bisschen in die Runde geguckt und die gleichen Gesichter gesehen, wie ich damals beim Anruf oder als du mir das Konzept zugeschickt hattest. Und das ging ja bei uns dann auch in den Vorstand und schaut doch mal drüber. Und dann haben sich die Mannheimer gleich gemeldet und die Heidelberger, Entschuldigung. Ja, aber wäre das nicht und so weiter und so fort. Aber ja, es läuft anscheinend. Genau, gibt es denn Fragen? Vielleicht so ein bisschen zur Struktur. Ich habe böse Mails erhalten oder Bernd ja auch, als wir den Vortragenden gesagt haben, ihr habt 10 Minuten. Gerade nach neuen Konzepten und so weiter und so fort wird wahrscheinlich Redebedarf sein. Das würde ich einfach heute in den Netzwerkbereich packen, der ja dann ab zum Armut ist. Genau. Ja, von daher gibt es eine Frage und zwar von dem Herrn Schülermann. Also, wenn du es schnell hinkriegst, dann einfach mal, wie viel Geld gibt es pro Antrag, haben wir die gleiche Summe, muss es zurückgezahlt werden, wenn es erfolgreich ist? Nee, das ist ein fester Zuschuss? Ist ein fester Zuschuss und wir gehen davon aus, dass wenn dann mal ein Club oder ein Veranstalter mal ein paar Euro mehr verdient hat, dass das schon wieder investiert wird und schon an dem richtigen Punkt landet. Fester Zuschuss? Fester Zuschuss. Pro Konzert wie viel?
Pro Konzert haben wir eine Maximalsumme von, lass mich lügen, ich glaube 2,5% der Gesamtvorsumme. Sprich, das kann mitsteigen, wenn der Vor steigt. Okay. Sag mal in Zahlen, was ist das Höchste, was man bei euch kriegen kann? Und also bisher kann man ja noch nichts kriegen. Ne? Also, wir starten wir entwickeln jetzt gerade. Und dann kommt es halt drauf an, wie viel im Fonds ist. Ne? Also wenn da jetzt zum Beispiel 50.000 Euro drin sind, davon wären 2%, sagt mal schnell, wer ist hier gut im Kopf rechnen? 1.000 Euro. Das wäre dann auch die Maximalfördersumme, genau. Okay. Dann wären maximal 50 mal 1.000 Euro oder eben 100 mal... Genau, und wenn dann aber halt im Jahr später 100.000 Euro im Fonds sind, dann sind es halt schon 2.000 Euro. So, ne? Okay, bezogen auf die Summe der Produktion als solches, gibt es da auch so ein... Nee, es ist nur das Booking, also was sonst noch irgendwie anfällt, das ist da überhaupt nicht drin. Es geht um Künstlergagen, es geht um Reisekosten, es geht um actbezogene Technik. Diese Punkte, wir fördern keine Veranstaltung an sich, wir fördern ein einzelnes Booking. Von der Gage nur die Hälfte, damit die Leute in ihren Verhandlungen nicht mehr nachlässig werden, aber gerade Reisekosten, Technikkosten kann man sich voll erstatten lassen. Okay, und falls noch Fragen aufkommen oder ihr Dennis kennenlernen möchtet, er ist ja noch hier. Ich komme nicht weg, keine Sorge. Er kommt nicht weg. Genau, und wir bleiben in Baden-Württemberg und ich weiß gar nicht, ob ich die nächste Person überhaupt noch vorstellen muss, eigentlich... kennt Peter so gut wie jeder hier, glaube ich, im Raum, weil er schon seit 30 Jahren dabei ist. 1000 Institutionen gegründet hat und jetzt in den letzten Jahren in Stuttgart im Popbüro Region Stuttgart aktiv war. Zudem ja auch das Clubkollektiv Stuttgart bei der Gründung begleitet hat. Er wird euch jetzt von dem Stuttgarter Programm Kultur im Club berichten. Ich übergebe. Hallo. Also, das Thema, ich habe mir das Thema, was ihr da im Programm steht, da selber ausgedacht. Ich habe gesagt, Stuttgarter Clubkultur, Kultur in Clubs, Stuttgarter Clubförderung, zur Genese der Förderung in Stuttgart. Das ist nämlich ein Prozess, den ich versuchen will, hier jetzt nochmal nachzuzeichnen, der wahrscheinlich überhaupt gar nicht übertragbar ist, aus vielen Gründen. Schon auch wegen einer Ereignisse, die es in Stuttgart gegeben hat, die euch wahrscheinlich nicht passieren werden, die ich einem auch nicht unbedingt wünschen würde. Aber ihr werdet sehen, an dem Punkt, an dem ich das aufgeführt habe, habe ich das Ganze betitelt mit dem Wort Krankheit als Chance. Ich muss mal eingehen auf das, was die Stuttgarter Clubszene ausgemacht hat, jedenfalls so wie ich sie kennengelernt habe. Ich bin 2010 hingekommen. Es sind nun keine Probleme, die für sich genommen nicht andernorts auch bestehen würden oder bestanden haben oder immer noch bestehen. Aber es ist natürlich eine einmalige Häufung von unglücklichen Umständen. Deswegen muss man da einfach nochmal drauf eingehen. Ich will vorwegschicken, ihr wisst alle, selbstverständlich, Stuttgart ist ja Kulturhauptstadt Nummer 1 in Deutschland. Behauptet hat das eine kleine Bank, glaube ich, in Hamburg, die allerdings meines Wissens nicht weiter getan haben, als Einrichtung der Hochkultur abzuprüfen auf die Nachfrage und Inanspruchnahme. Das heißt also, weite Bereiche sind ja gar nicht aufgenommen worden. Was man aber in Stuttgart schon feststellen konnte, auch in Baden-Württemberg, das ist diese eiserne Festlegung auf Clubs sind auf jeden Fall keine Kultur, populäre Musik ist auf jeden Fall keine Kultur, weicht jetzt Gott sei Dank so langsam auf. Ich komme da aber nochmal drauf. Aber steigen wir mal an. Das, was man als erstes natürlich vorgefunden hat, ist keine Förderung gewinnorientierter Unternehmen. In Stuttgart wird das gerne verbunden mit dem Hinweis auf die Satzung der Stadt Stuttgart. Und wer weiß, wie das Popbüro Region Stuttgart aufgestellt ist, der weiß, dass es auch einen Träger gibt, der heißt Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH, aber die fördern nicht. Man muss sich also überlegen, wie man das Ganze denn umsetzt. Also keine Förderung gewinnorientierter Unternehmen in der Satzung der Stadt Stuttgart festgelegt. Wir haben eine ausgeprägte soziokulturelle Szene und auch eine sonstige gemeinnützige Szene. Ich halte ja die Gemeinnützigkeit für eine Lebenslüge. Ich glaube nicht, dass sich das im Wesentlichen anders darstellt als die sogenannte gewinnorientierte Unternehmung. Aber es hat sich nun mal durchgesetzt. Ich habe es gelernt, wie das funktioniert in Hamburg, am Beispiel Fabrik.
Ich finde es nicht immer sinnstiftend. Aber egal, das gibt es nun mal. Das ist dann im Wesentlichen neben den wirklichen soziokulturellen Zentren auch die Jazzszene, die über Gemeinnützigkeit gefördert wird. Und dann gibt es noch die Stuttgarter Jugendhausgesellschaft, die 4 Livebühnen anbietet. Allen gemeinsam ist dann ja, dass öffentliches Geld drin steckt. Was ein bisschen unangenehm auffällt, jedenfalls aus Sicht von Clubbetreibern und auch aus Sicht von Veranstaltern, diese gemeinnützigen Akteure fangen zunehmend an, in den Veranstaltungsmarkt reinzugehen. Sprich, wenn ein kleiner Club von 200 Personen Kapazität merkt, dass ein Künstler funktioniert und der wächst, dann versucht man gerne auch mal als dieser Clubbetreiber und Anbieter in die großen Hallen reinzugehen. Ob das Sinn der ganzen Angelegenheit ist, wenn eine geförderte Einrichtung dann nochmal in Veranstaltungen reingeht, ist fraglich und es ist entsprechend natürlich auch auf Unmut gestoßen. Ihr alle habt schon Stuttgart 21 gehört. Die Folgen sind, als ich angekommen bin, gerade in Erscheinung getreten. Es ist natürlich zu Schließungen und Insolvenzungen gekommen, da kann man sich nicht gegen wehren. Das sind namhafte Läden gewesen, gleich 4 auf einen Haufen. Sowas wie die Röhre, also was lange große Strahlkraft über Stuttgart hinaus hatte. Da ist aber auch nicht versucht worden, Ersatzraum anzubieten. Einer von denen, die betroffen waren, hat versucht, in eine Ausweichfläche zu gehen. Das ist zu teuer geworden, ist dann hinterher in Insolvenz gegangen. Das hat eine weitere Insolvenz nach sich gezogen. Das Weitere, was erklärungsbedürftig ist, Stuttgart 21 hat das Ordnungsamt über Jahre von der Kapazität her komplett gebunden. Insofern konnte sich die Szene da frei bewegen. Als die wesentlichen Probleme gegessen waren, sind die alle wieder verfügbar gewesen und dann hat es ohne Ende Kontrollen und Razzien gegeben. Das heißt, man hat über 4 oder 5 Jahre nachgeholt, was dann bislang nicht möglich war durchzuführen. Das hat natürlich für viel Empörung gesorgt, für viel Unmut und war dann eigentlich der Auslöser davor, dass es in Stuttgart zur Gründung eines Verbandes gekommen ist. Das Clubkollektiv Stuttgart. Ich habe übrigens für mich die Theorie entwickelt, dass Künstler und Clubbetreiber dazu neigen, sich zu kratzen, wenn es juckt. Also nicht vorausschauend zusammenschließend handeln, sondern tatsächlich dann zu reagieren, wenn der Notfall gegeben ist. Das ist natürlich dann nicht sehr sinnvoll und hilfreich. Um dem entgegenzutreten, dann Clubkollektiv Region Stuttgart, dass wir einen starken Druck auf den Immobilienmarkt haben, ist anderswo auch nicht unbekannt und auch landläufiges Problem. Also das gibt es nicht nur in Stuttgart. Aber Stuttgart ist eben so ähnlich wie Rom, eine Stadt mit vielen Hügeln. Es gibt einen zentralen Kessel und da drängelt sich alles zusammen. Das heißt, da ist wirklich keine Möglichkeit auszuweichen. Und auch die Stadt Stuttgart hat wenig Flächen, über die sie verfügen können. Neben diesem Druck auf den Immobilienmarkt gibt es aber auch eine Vergnügungsstättensatzung und die ist, glaube ich, ziemlich einmalig. Da hat man 2 Jahre zusammengehockt und hat eine Vergnügungsstättenkonzeption durchgearbeitet und hat anschließend beschlossen, dass außerhalb der Stuttgart-Mitte keine Live-Konzession vergeben werden. Das heißt, ich kann nicht ausweichen, unmöglich. Ich kriege da keine Lizenz und der Sinn und Zweck war, dass man den Rotlichtbezirk, die Spielautomatenbetreiber und die Clubs, man hat das damals zusammengefasst gesehen, dass man die in den teuren Lagen in Mitte konzentrieren wollte. Die Folge, keine Konzession besteht bis heute. Da das ein Prozess ist, der mehrere Jahre andauert, muss man damit sicher auch noch leben. Was dazu führt, steigende Preise, Schließungen, aber keine Alternative, keine Möglichkeit auszuweichen. Es ist bei der Gelegenheit in der öffentlichen Diskussion auch erstmal so richtig zutage getreten, dass Verwaltung und wahrscheinlich auch Politik diesen Bereich Rotlicht, Spielautomaten und Clubszene tatsächlich zusammengesehen haben. Das ist dann natürlich keine gute Voraussetzung, um mit Behörden und Verwaltung zu reden. Also dieses alles zusammengenommen hat dann tatsächlich zur Gründung des Clubkollektiv
im Dezember 2013 geführt und man hat es aufgesetzt als Sammelbecken aller Akteure in Stuttgart. Das heißt, es sind jetzt nicht nur die Clubs gewesen, sondern es sind auch diejenigen gewesen, die als Veranstalter in die Clubs reingehen, also die großen Veranstalter vor Ort. Es sind auch die soziokulturellen Zentren, die Jugendhäuser gewesen und noch solche, die es insgesamt fördern wollen. Das heißt, eine ziemlich unscharfe, breite Mitgliederstruktur. Und das Ansinnen war zunächst erstmal, dass man Lobbyarbeit und Öffentlichkeitsarbeit betreiben wollte. Ein Ergebnis, was man relativ schnell angesteuert hat, was dann auch umsetzbar war, ist die Mitwirkung im Ausschuss für Kultur und Medien beim Kulturamt Stuttgart. Das sind 24 ausgewählte Akteure der Kunst- und Kulturszene, die in gewissem Umfang den Gemeinderat und das Kulturamt beraten. Das war relativ wichtig, dass wir da jemanden reinkriegen. Dieser jemand kann man auch benennen und darauf zeigen, das ist Walter Ercolino damals gewesen, jetzt mein Nachfolger in Stuttgart, der dann die Gespräche aufgenommen hat mit anderen, insbesondere auch Subventionsempfängern und dergleichen mehr und dafür geworben hat, dass man eben unseren Bereich nicht ständig außer vor lässt. Was gelungen ist. Wir haben als Clubkollektiv Stuttgart, weil das damals mit irrsinnig hohen Belastungen ausgestattet war, die Neuregelung der Stellplatzabgabe regeln können. Das ist dann doch deutlich heruntergefahren worden. Allerdings vor dem zeitgleichen Hintergrund, dass die grün-schwarze Landesregierung die Stellplatzabgabe als Landesrecht novelliert hat. Da sind also zwei Punkte zufällig zusammengekommen. Und dann haben wir gesagt, nachdem also klar war, dass man diese Förderung von gewinnorientierten Clubs, dass man das nicht aufbrechen kann, dann haben wir eben gesagt, okay, dann wollen wir doch mindestens zunächst mal ein Bein bei den Clubs in die Tür kriegen und haben dann verhandelt Kultur in Clubs. Okay, wir haben also Vortrag gehalten, wir haben ohne Mitwirkung des Kulturamtes da ein Konzept entwickelt, was dann zu einer tatsächlich zu einem Förderprojekt geführt hat. 30.000 Euro pro anno. Da wurde definiert, Musikclubs sind räumliche Institutionen und Plattformen zur Darbietung kultureller Inhalte und somit Träger des lokalen Kulturlebens. Eine Förderung, die Kulturveranstaltungen in Musik durchführen soll, dazu dienen, die Wahrnehmung der Musikclubs als Kulturbetriebe zu schärfen, sowie den Kulturschaffenden, dem Publikum einen Anreiz zu bieten. Also der Hintergrund war, ihr habt keine Flächen, also nutzt diese Flächen. Und das hat tatsächlich als trojanisches Pferd bezweckt, dass man also auch andere damit befassen kann. Zulässig waren Anträge aus allen Sparten, gefördert werden nur Anträge von Künstlern. Die öffentliche Veranstaltung muss in einem Club stattfinden, soll aber nicht Bestandteil der laufenden Arbeit sein. Gefördert werden die Gagen und weitere Ausgaben auf Nachweis, pro Projekt maximal 3.000, pro Künstler maximal 500. Die Veranstaltungen müssen von Öffentlichkeit begleitet werden und es gibt eine Vergabe durch Jury. So haben wir es beworben. Denn es war gar nicht so einfach, das Ganze zu platzieren. Die Clubs haben es nicht so sehr gutiert. Die Kunst- und Kulturszene, die Freiszene jedenfalls, ist sehr diffus. Die kann man schlecht adressieren. Hier sind so ein paar von Dutzenden Veranstaltungen. Romeo und Julia, ich habe es falsch geschrieben, im Club Kowalski habe ich mir angesehen. Ja, das Kraftwerkphänomen Musik als Kunstinszenierung, nachvollziehbar, Theaterprojekt, das Untergang des Hauses Usher. Es sind andere, die aber wirklich zielführend auch gewesen sind, wo durchaus die Clubszene und auch die Clubs selbst eben zum Zuge gekommen sind. Trotzdem geringe Akzeptanzzeiten der Clubs und diffuse freie Kunst- und Kulturszene. Ja, und dann kam das New Fall Festival. Die Politik hatte gemerkt, man muss was machen. Und hatte dann gesagt, okay, wir haben da eine Lücke. Es gab einen Anbieter aus Düsseldorf, der ist nach Stuttgart gekommen. Mit dem hat man sich zusammengesetzt und eine Förderung vereinbart. Natürlich unter mit dem Aspekt, dass eine gemeinnützige GmbH gegründet wird, sollen 40.000 pro anno sein. Und das ist also ohne Kulturamt, ohne Szene versucht worden, Top-Down durchzusetzen und dazu eine heftige Diskussion gegeben und es sollte trotzdem durchgesetzt werden, allerdings hat der Veranstalter eine Insolvenz angemeldet. Das hat zur Folge gehabt, dass jetzt ein Sinneswandel eingetreten ist.
Jetzt haben sich sowohl Politik als auch Verwaltung zunächst erstmal besonnen. Das Kulturamt Stuttgart hat selbst initiiert, dass man jetzt ein Fördermodell auflegt. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass damit ein Personalwechsel verbunden war. Also der alte zuständige Leiter für Förderung ist raus, also Gelder, alte Generation, eine Nachfolger ist gekommen und ich glaube, die hatten einen anderen Blick auf das Ganze. Wir haben hier das Problem, dass natürlich das Hamburger Modell im Raum steht. Es ist halt leider nur nicht so einfach umsetzbar, weil die Stuttgarter Clubs nicht selbst veranstalten. Das heißt, sie führen noch keine GEMA ab. Das heißt, man kann die GEMA dann auch nicht uneingeschränkt zugrunde legen. Das will heißen, wer reingeht als Veranstalter, rechnet die GEMA ab. Wenn Bands und Künstler das selbst veranstalten, wird es abgerechnet. Es ist also ganz schlecht, da das als Berechnungsgrundlage anzulegen. Trotzdem hat man sich natürlich darauf bezogen und trotzdem werden die GEMA-Zahlungen eine Rolle spielen. Volumen voraussichtlich 80.000 pro Jahr. Start voraussichtlich nächster Doppelhaushalt 2020, 2021. Es ist eine umfangreiche Recherche aufgelegt worden und Entwicklung eines Konzepts. Ich habe mir gerade sagen lassen, das hat mittlerweile einen Umfang von 100 Seiten. Ich hoffe, die Verwaltung liest das. Und es ist geplant und beabsichtigt, eine weiteste Förderung zu entwickeln. Von Kleinstveranstaltern, auch die, wenn sie keine GEMA zahlen, bis zu großen Veranstaltern, die sich eben beschwert haben, dass ihre Veranstaltung bis 300 Personen sich nicht rechnen und die da auch bezuschusst werden wollen. Also insofern muss man jetzt durcharbeiten durch einen Wust, alles so ein bisschen angelehnt an GEMA-Zahlungen, wie auch immer die damit in Verbindung gebracht werden können. Aber grundsätzlich ist das wirklich ein kleiner Schritt für euch, aber ein großer Schritt für Stuttgart. Also insofern sind wir da sehr zuversichtlich. Das muss noch durch die Politik, aber die Chancen stehen gut. Und insofern gehe ich davon aus, dass wir in den Jahren der Dürreheit und Trockenheit dann tatsächlich ab nächsten Jahr da ein Fördermodell haben. Soweit. Danke, Peter. Könntest du erst mal den Lukas geben? Danke, Peter. Gibt es dazu Fragen? Also ich weiß, Bernd Strieder hat schon gesagt, Mensch, pass auf den Peter auf, der überzieht immer gern. Aber weil ich gesehen habe, wir haben so 20 Minuten Kaffeepause, sind wir noch voll im Rahmen. Gibt es Fragen direkt an Peter? Okay, keine Fragen. Dann würde ich Danke sagen, Peter. Genau, es gibt noch genug Platz zum Austausch. Alles gut. Okay, wir bleiben nach wie vor in Baden-Württemberg und ja, das, wir können alles außer Hochdeutsch anscheinend. Okay, ist ja der Slogan. Okay. New York hat einen, Tokio hat einen und jetzt hat Mannheim auch einen Nachtbürgermeister. Genau, wir haben mit Henrik auch schon ein bisschen gesprochen als Verband und so weiter, weil wir auch als Livecom, besonders in der AG Kulturraumschutz, dieses Thema hatten, Nachtbürgermeister. Okay, eine Person, die sich diese zahlreichen Probleme annimmt, die in einer Metropole von mehreren Millionen Menschen aufkommen, kann das funktionieren? In einigen Ländern funktioniert es. Unser Ansatz als Verband war, okay, als diese Idee kam, das auch zusammen mit dem Eventkultur Rhein-Neckar, die da beteiligt waren, okay, wenn man das Netzwerk abholt, dann könnte das eine gute Idee sein und gerade auch für eine Stadt mit einer Größe wie Mannheim macht es durchaus Sinn. Von daher sind wir gespannt, was da folgt. Und von daher freue ich mich umso mehr, Henrik begrüßen zu dürfen, den ersten Nachtbürgermeister Deutschlands. Vielleicht kann er ja ein bisschen Einblick geben über seine bisherigen Arbeiten, weil ich weiß auch, dass dieses Thema allein in Deutschland gerade total hochgekocht wird. Also neueste Schlagzeile war, dass München jetzt wohl auch über einen Nachtbeauftragten nachdenkt, etc. etc. Hannover, Nürnberg. Und so, Stuttgart habe ich heute Morgen auch gesehen, ja. Okay, aber ich höre hier auf und übergebe an den... Du kannst aber auch gerne einfach für mich sprechen, wenn du möchtest. Oh. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Christian. Ich nehme auch mal das Mikro, damit ich ein bisschen rumzappeln kann, weil im ICE gab es vorhin abgelaufene Cola.
Und da habe ich etwas viel von getrunken, glaube ich. Deswegen jetzt im Stehen. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich spreche jetzt ein bisschen über meinen Job als Nachtbürgermeister in der wunderschönen Stadt Mannheim. Selbst bin ich auch gebürtiger Bayer, also komme aus Nürnberg, der Bratwurststadt. Bin aber dann tatsächlich doch im Hochdeutschen gelandet und freue mich, dass in Baden-Württemberg tatsächlich doch einige Menschen Hochdeutsch sprechen können. So, aber genug gesabbelt, deswegen ein bisschen Inhalt jetzt. Christian hat es ja gerade schon angesprochen, Mannheim ist eine deutsche Großstadt mit ca. 300.000 Einwohnern. Die ganze Region sind 2,4 Millionen Einwohner, eben auch mit Heidelberg und Ludwigshafen, vertreten durch den Eventkultur Rhein-Neckar-Verband, dessen ehemaliger Vorsitzender Felix Gredler heute auch hier sitzt. Hier sehen wir ein Bild aus dem Mannheimer Stadtteil Jungbusch. Mannheim hat vor einigen Jahren mal gesagt, sie sind die Ausgehstadt der ganzen Metropolregion Rhein-Neckar. Und das Ausgehviertel ist, wie gesagt, dieser Jungbusch, den wir hier sehen. Und das ist so die eine Seite des Jungbusches. Man sieht treibendes Nachtleben. Aber die andere Seite natürlich, mit der ich mich auch viel beschäftigen muss, ist dann die Tagesseite. Deswegen arbeite ich oftmals natürlich dann auch schon tagsüber. Das heißt, die Tage fangen um 8 oder 9 Uhr an, gehen aber manchmal auch bis um 2 oder 3 nachts. Manchmal auch ein bisschen länger, je nachdem. Geschlafen wird dann manchmal. Und das sind so die Themen, die einen beschäftigen. Die werde ich gleich nochmal nennen. Wir haben es ja gerade schon gehört, München plant jetzt auch eine Nachtbeauftragtenstelle. Sie haben sich da klar gegen die Arbeit eines Nachtbürgermeisters ausgesprochen. Ich habe den Artikel sehr sorgfältig gelesen, muss dabei aber auch sagen, tatsächlich kann man da nicht so direkt differenzieren. Also sowohl Nachtbeauftragter als auch Nachtbürgermeister, da verbinden ja ganz, ganz viele elementare Bestandteile. Und mein wichtigster Bestandteil in der Arbeit in Mannheim ist natürlich die Moderation und Mediation zwischen den einzelnen Partnern, sprich eben genau das, was ein Nachtbeauftragter in München auch tun soll. Und da geht es eben darum, dass wir vor allem zwischen den Bars, den Clubs und der Stadtverwaltung moderieren möchten. Das sind dann teilweise Gespräche in Gremien, aber oftmals eben auch persönliche Gespräche. Das ist dann so, kann man sich vorstellen, ich kriege eine Mail von einem Anwohner, von einer Anwohnerin, die sich eben über die Lautstärke, die Verschmutzung, wie auch immer, einer bestimmten Bar aufregen. Ich darf dann dieses Gespräch moderieren, beziehungsweise erstmal mir die ganzen Informationen holen und versuche dann eben über einen Dialog, die jeweiligen Punkte des anderen, versuche die rüberzubringen und natürlich auch ein bisschen die Kommunikation da zu stärken, weil oftmals sind es dann teilweise schon so hochgekochte emotionale Zwischenfälle, die man jetzt so leicht gar nicht mehr klären kann. Das heißt, es ist eher erstmal, man hört sich die Probleme an und versucht dann erstmal wieder ein bisschen Sachlichkeit und Nüchternheit reinzubringen, bevor man dann eben auch mal in einem gemeinsamen Gespräch, in Dialog eintritt. Das findet circa 8 bis 10 Mal pro Monat statt. Muss man auch dazu sagen, so natürlich ist das jetzt zeitmäßig, kommt das immer wieder vor. Das waren bisher insgesamt 44 oder 43 Fälle in Mannheim, die ich gemacht habe in den letzten 6-7 Monaten. Und ich habe bisher nur von einem dieser Fälle gehört, dass es nicht funktioniert hat. Also tatsächlich war es auch bei den meisten Läden dann, wo wir dann wirklich in die Kommunikation gegangen sind, so dass es so der Erstkontakt eben war, auch zwischen Anwohnern und den Betreibern. Und da auch ganz schnell gemerkt haben, okay, die haben sich halt noch nie davor unterhalten. Das ist ungefähr so, man geht halt hin und man hört sich irgendwas an und die erste Frage, die ich dann meistens stelle, ist dann, habt ihr eigentlich schon mal gesprochen? Hast du ihn schon mal angesprochen? Hast du sie schon mal angesprochen? Was ist eigentlich das Problem? Und natürlich ist es eine ganz große Hürde, weil es ist was nachts passiert. Die Nacht wird ja auch oftmals immer so ein bisschen als der böse Zwillingsbruder des Tages irgendwie dargestellt, was er ja nicht ist. Ich meine, wir sprechen uns ja auch alle irgendwie für mehr Sachlichkeit und für mehr Seriosität und Professionalität in der Nacht aus, was super wichtig ist. Und daher eben auch dann so ein bisschen zu sensibilisieren, dass es auch ein Barbetrieb nichts per se Schlechtes ist. Wenn der nicht existieren würde, würden diese Menschen tendenziell ihren Alkohol auch woanders konsumieren. Von daher glaube ich nicht, dass wir jetzt das Problem haben eines wild wachsenden Bar-Daseins, sondern eher natürlich, dass auch viel mit gesellschaftlichen Strukturen zusammenhängt. Und da eher dann einfach eine Bar auch eher als Heimat gesehen werden kann oder als Aufenthaltsort, als irgendwie ein Katalysator für irgendwas anderes. So, genau. Die beiden Punkte habe ich, glaube ich, da so ganz abgearbeitet. Was noch ganz wichtig ist für mich in meiner Arbeit, ist natürlich die Vernetzung dann auch mit der Verwaltung. Sprich, ich habe den direkten Kontakt mit dem Fachbereich 31, nennt er sich in Mannheim, das ist das Ordnungsamt. Da natürlich noch eine sehr, sehr bürokratische Arbeit. Das heißt, die ersten Monate waren extrem schwer, da auch erstmal mit den Leuten so wirklich ins Gespräch zu kommen, erstmal zu gucken, okay, was sind jetzt eigentlich genau eure Wünsche, die ihr an mich richtet und wie kann ich jetzt genau mit diesen verschiedenen Menschen arbeiten bei den Behörden. Das hat sich inzwischen sehr, sehr gut herausgestellt. Wir haben einen regelmäßigen runden Tisch einmal im Monat, sowohl mit dem Ordnungsamt als auch mit der Polizei, sieht man hier unten,
beim Thema Vernetzung ganz gut. Es ist super kooperativ. Die dauern teilweise, am Anfang war es eine halbe Stunde und alle haben sich wieder verabschiedet. Inzwischen sind es teilweise 3 bis 4 Stunden. Wir sitzen da und wir vergleichen im Endeffekt die Beschwerdelagen bei den anderen Seiten. Ich musste auch sehr transparent arbeiten, dementsprechend auch, wenn es mal mit einem Betreiber gerade nicht rund läuft. Und die Person dann natürlich auch jetzt nicht auf meine Vorschläge eingeht, sondern auf das so ein bisschen, sage ich mal, unter den Tisch wischt und einfach weiterhin ja, Quatsch macht teilweise, dann ist es halt schwierig, da wirklich dann noch zu kommunizieren. Das ist ja genau der Sinn und Zweck dieser ganzen Arbeit, halt, dass man erstmal sagt, okay, es gibt jemanden, der eben mit euch sprechen kann, bevor wir jetzt mit dem Ordnungsamt reingehen oder mit der Polizei und sagen, okay, jetzt ist hier, werden hier die Anlagen abgebaut und euch wird jetzt die Lizenz entzogen oder irgendwas. So. Wird im Normalfall eingehalten und funktioniert sehr gut, gibt aber natürlich auch ein paar schwarze Schafe, dementsprechend aber da auch dann, ja, konsequent muss das einfach dann passieren. Und wir haben Betreibertreffen einmal im Quartal, was auch super spannend immer ist, da kommen dann die ganzen Mannheimer Betreiberinnen und Betreiber zusammen, da wird sich eben über neue Projekte informiert, es wird sich vernetzt, es wird diskutiert über alle möglichen Punkte und für mich auch immer nochmal ganz gut, um zu sehen, okay, wie geht es im Mannheimer Nachtleben jetzt eigentlich, ich meine, es ist eine Stadt, wie gesagt, 300.000 Einwohner, 130 Bars und Clubbetriebe ist für die Größe doch recht groß. Es gab mal von der Stadt nach Acht eine Umfrage, da war auch dann Mannheim eben nochmal genannt als Beispielstadt, dass es doch auf die Einwohneranzahl doch eine sehr hohe Dichte hat eben an Bars und Clubs. Darauf kommt aber natürlich auch noch der Fakt, dass es halt auch eine Studentenstadt ist mit 4 Universitäten, mit der Popakademie, mit der Uni Mannheim und dementsprechend auch ein großes Einzugsgebiet hat. Genau, ebenfalls eben auch mit Heidelberg. Also es ist immer witzig zu sehen, Mannheim ist UNESCO City of Music, aber die meisten Mannheimer fahren nach Heidelberg auf Konzerte, weil einfach da die besseren Clubs sind. Das wäre natürlich auch nochmal so ein Thema, was man auf jeden Fall auch ändern muss und dass man auch gucken muss, dass in der Stadt mehr passiert. Ich schwelge ab. Beim Punkt Vermittlungen geht es genau darum, dass wir Lehrstände weiter bespielen. Mannheim ist eben eine Industrie- und Arbeiterstadt, die sich in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt hat, stark in Digitalisierung investiert hat, aber eben auch stark in Innovation. Mit Startup Mannheim eine GmbH hat, die sehr, sehr stark eben in diese ganzen Startup, Social Entrepreneurship und so weiter, viele technische Innovationen rein investiert hat in den letzten Jahren und dafür hat man jetzt aktuell ein sehr, sehr starkes Startup-Ökosystem nach Berlin und Hamburg, glaube ich, das drittgrößte aktuell sogar in Deutschland. Was meine Aufgabe dabei ist, ich arbeite mit Startraum zusammen, das ist eine Plattform für Zwischennutzungen, da können eben sowohl Eigentümer als auch Immobilien Großkonzerne, wie auch immer, eine BNP Paribas bietet teilweise auch schon ihre Immobilien da für 6,50 Euro den Quadratmeter an, was für uns halt super cool ist, weil das können wir dann auf 2 Jahre halt bespielen oder auf langfristigere Nutzungen. Das sind Immobilien, die auch teilweise von den Eigentümern saniert werden und wir können sie dann potenziellen Gastronomen anbieten oder Clubbetreibern und die können diese Flächen dann nutzen. Was wahnsinnig spannend ist, wir hatten jetzt beispielsweise auch schon mal Wir haben eine Rahmenstube initiiert, das war also ein asiatisches Nudelrestaurant sozusagen mit abends noch einem Musikbetrieb. Der Club Parker Lewis, der sich jetzt seit einigen Jahren in Mannheim etabliert hat, dem haben wir eine neue Location vermitteln können auf der Friesenheimer Insel. Das ist ein großes Industriegebiet außerhalb der Stadt, die jetzt da in einem alten Lagerhaus, was inzwischen zu einem recht großen Loft umgebaut wurde, zumindest die Infrastruktur gelegt wurde, veranstalten dürfen. Und das sind all solche Punkte, wie wir eben versuchen, das so zugänglich wie möglich zu machen, weil ich glaube, das ist genau der Punkt. Wir brauchen halt irgendwie einen Zugang zu genau diesen Orten. Wir müssen die Leute mobilisieren, die diese Orte haben. Das heißt, wir sind extrem viel in den Stadtteilen unterwegs und gucken eben auch, okay, hier gäbe es eine Freifläche, bevor jetzt da der nächste Kiosk reinkommt, den gerade irgendwie in dem Moment vielleicht da keiner braucht. Was können wir denn sonst noch machen? Und bieten diesen Raum einfach an für recht viele verschiedene Nutzungsmöglichkeiten, das ist sehr offen gehalten und eben in den Stadtteilen, wo wir merken, okay, wir müssen so ein bisschen gegen vielleicht eine überhöhte Anzahl an Bars, die in der Nacht passieren, auch noch ein bisschen gegenarbeiten, dann wird es auch wieder ein bisschen soziokulturell, das heißt, wir versuchen ein bisschen Tagesgastronomie einzuführen, vielleicht mal ein Café oder sowas in die Richtung. Und da arbeiten wir eben auch. Es geht nicht nur darum, mehr Bars reinzubringen, sondern manchmal auch an den Orten, wo wir vielleicht einfach schon 2 oder 3 Bars zu viel haben, die sich gegenseitig dann kannibalisieren, was natürlich auch nicht schön ist, vielleicht 1, 2 Bars umzulagern auf andere Gebiete und zu gucken, okay, inwieweit kann das denn funktionieren. Genau. Dann eben noch Beratung bei Neugründungen ist auch noch ein Teil unserer Arbeit oder meiner Arbeit, dass ich eben versuche, die lokalen Gegebenheiten einzuschätzen, mir die Infos von den Leuten holen, mit denen ich dann eben auch abends unterwegs bin. Und habe sehr intensive Briefings bekommen von der Stadt, was alle gewerblichen Vorgaben angeht, wie schallschutztechnische Beratungen und so weiter. Ist halt ein Riesenbatzen an Infos. Ist natürlich jetzt nicht super unterschiedlich von Stadt zu Stadt, aber natürlich muss man sich auch den lokalen Gegebenheiten da ein bisschen anpassen.
Was, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig ist, dass man auch versteht, wenn man mit der Verwaltung spricht, um was es eigentlich genau geht. Man kann nicht immer nur Inhalte liefern, sondern ich glaube, man muss auch versuchen, so den Job des anderen nachzuvollziehen und sich ein bisschen auch in deren Situation einzubinden. Genau, das Weitere wäre noch der Austausch mit vergleichbaren landesweiten oder internationalen Initiativen. EKN haben wir vorhin schon angesprochen. Ich bin auch im Austausch mit Mirik Milan, das ist der ehemalige Nightmare in Amsterdam, mit dem Stadtnachtrat in Zürich oder der Club Commission in Berlin, mit Lutz Leisenring. Ich weiß gar nicht, ist der auch da? Nee, ist nicht da? Okay. Hallo Lutz, tschüss Lutz. Genau. Und Initiativen, die wir zum Beispiel mal gemacht haben, das war die Pfandkiste von Lemonade aus Hamburg. Die gibt es in Hamburg, glaube ich, einige Male, in ein paar anderen Städten in Deutschland auch. Da haben wir aktuell 6 aufgestellt. Für die weiteren 6 haben wir in den letzten Wochen die Genehmigung bekommen. Das heißt, die können wir auch hinpacken. Wir haben die Luisa-Kampagne eingeführt, gemeinsam mit dem EKN, die sowohl in Heidelberg als eben auch in Mannheimer Clubs es dazu sorgen soll, dass wir eben uns gegen sexualisierte Gewalt gegen Frauen aussprechen. Schulungen hatten wir da jetzt vor einem Monat, genau, und vor einem halben Monat. Und eine Schulung kommt noch am 7.5., dann eben nur für den Jungbusch. Da kooperieren wir in Mannheim mit dem Frauennotruf. Das heißt, wir haben ein Frauennachttaxi. Da wird jede Fahrt einer Frau zwischen 22 und 6 Uhr mit 7 Euro subventioniert. In Kombination mit der Luisa-Initiative, glaube ich, eine ganz sinnvolle Sache, weil man dann eben nicht nur sich in einen sicheren Raum begeben kann, wenn man belästigt wird in der Bar, sondern dass man eben auch direkt danach von der Barperson zum Taxi begleitet wird und dementsprechend da auch dann, wenn es geht, sehr wenig Geld nur noch zahlen muss. Die nette Toilette haben wir auch genehmigt bekommen. Das wird in Mannheim finanziert vom Stadtmarketing. Die können sich das dann sehr gerne auf die eigene Fahne schreiben. Da geht es darum, wirksame Maßnahmen gegen das Wildpinkeln im Jungbusch, also auch in diesem benannten Stadtteil. Genau, steht da, wartet auf Freigabe, haben wir jetzt aber genehmigt bekommen und werden wir auch umsetzen. Ich habe es gerade schon angesprochen, es gibt eine Region oder ein Stadtteil in Mannheim, die Friesenheimer Insel, die versuchen wir eben kreativ zu erschließen. Die Stadt selbst kann nicht größer werden, da wir vom Rhein und vom Neckar sehr stark eingegrenzt sind. Dementsprechend müssen wir gucken, wo wir vielleicht sonst hingehen können, weil die Beschwerdelage sich dann doch sehr, sehr stark gegen eben sehr viele Club- und Barbetriebe in der Innenstadt richten. Mannheim ist eine sehr belebte Innenstadt, dementsprechend natürlich auch dann einige Beschwerdelagen, die man jetzt nicht direkt mit gegen argumentieren kann mit der Frage, wer war zuerst da. Deswegen ist es mal ein bisschen schwierig und da sind wir gerade dabei, eben die Friesenheimer Insel zu erschließen. Seit 6 Jahren gibt es da einen Kunstverein, in dem ich Mitglied bin. Da arbeiten wir ganz viel und in den umgehenden Regionen, sage ich mal, darum so 2-3 Straßen im Umkreis davon, haben sich sehr, sehr viele mögliche Betreiber auch schon Lokalitäten angeschaut. Und da sind wir auch gerade dabei, das etwas auszutarieren, dass wir das von vornherein mit kuratieren können, dass wir sagen können, okay, da gibt es jetzt dann bald eine neue Entwicklung. Es wird ein recht großes Projekt werden. Dementsprechend ist da auch, glaube ich, die Vorbereitungszeit so das, was jetzt die nächsten Monate sehr, sehr wichtig sein wird. Genau, wir haben eine Haltestelle, die seit einigen Jahren in Verrufen geraten ist, in Mannheim, die Rheinstraße, wo leider auch vor 4 Jahren eine Person vergewaltigt wurde und danach umgebracht wurde. Und seitdem wurden dann die, seitdem gibt es da tatsächlich dann auch erst Beleuchtung. Und was wir jetzt da probieren, ist halt, wir haben eine Immobilie von der Stadt zur Verfügung gestellt. Das ist im Endeffekt so ein kleines Wartungshäuschen. Da haben wir jetzt die Uni Frankfurt auch beauftragt, ein Nutzungskonzept zu erstellen. Das heißt, Architekten der Uni Frankfurt erstellen Pläne, die wir dann Ende des Jahres einreichen können bei der Stadt. Da gab es eine öffentliche Ausschreibung für. Und wir werden versuchen, mit diesen Plänen da diese Rheinstraße sozusagen neu bespielen zu können mit einer mobilen Architektur, die wir einfach aufbauen können. Es können Konzerte stattfinden, es kann alles andere stattfinden. Christian räuspert sich schon, deswegen mache ich es kurz. Es steht viel an. Bedarfe sind ähnlich wie in anderen Städten, denke ich mal. Es geht viel um eigentümergeführte Gastronomie. Es geht viel auch um öffentliche Veranstaltungsflächen, die wir stärken müssen, um innerstädtische Live-Musikclubs. Mannheim, wie gesagt, UNESCO City of Music hat keinen innerstädtischen Live-Musikclub. Es geht um die Weiterentwicklung der freien Szene. Subkultur ist ganz, ganz wichtig in diesem Fokus, dass wir eben auch schauen, dass wir alle möglichen Entstehungen, die gerade passieren, weiter fördern können. Und ÖPNV ist, glaube ich, auch mal ein wichtiges Thema. Wie kommen die Leute hin und zurück zu den Lokalitäten? Das müssen wir auch mit fördern, müssen wir auch mit berücksichtigen, wenn wir planen. Und das war's. Vielen Dank. Ich glaube, nach der Präse sollte klar sein, warum man von 8 bis 3 diesen Job macht. Kurze Nachfrage schon mal von mir. Henrik, wie viele Leute seid ihr oder hast du ein kleines Team um dich? Also kulturelle Stadtentwicklung sind...
Also die kulturelle Stadtentwicklung, für die ich arbeite, sind insgesamt 3 Leute mit Matthias Rauch noch, seinem Leiter, und der Anna Bleich. Die Themen, die da angesprochen werden, mache ich tatsächlich eigentlich alle in Selbstregie. Wenn Veranstaltungsformate anstehen, die werden dann gemeinsam organisiert und natürlich auch immer die, ja, also als Mentor und Unterstützung sind beide mit im Boot, auf jeden Fall. Okay, Fragen hier im Raum. Der Steffen hinten. Halt bitte mit Mikro, das Ganze wird aufgezeichnet. Wie bist denn du jetzt aktuell angestellt? Ist das eine Vollstelle bei der Stadt? Wie funktioniert die Finanzierung? Genau, es war am Anfang war es eine freie Mitarbeit sozusagen auf 50 Stunden im Monat. Inzwischen sind es 70% Vollzeit bei der Stadt. Ja. Weil wir Leipziger denken nämlich auch drüber nach. Machen. Da hinten gab es noch eine Frage. Ja, meine Frage geht in fast die gleiche Richtung sozusagen. Mich würde noch interessieren, ob du ein Budget hast. Nein. Okay. Also ich muss halt für alles dann natürlich, und das war ja auch vorhin, was Dennis angesprochen hat, über die Privatwirtschaft mit ins Boot holen, was halt natürlich super nervig ist, wenn du irgendwie deinen Inhalt auf den Weg bringen willst und dann erst noch irgendwie mit Sparkassen und Marketingagenturen und irgendwas rumsprichst. Aber ja, dann wenn es halt zugehört, dann gehört es halt dazu. Dann ist es halt so. Okay, wie gesagt, nachher gibt es noch genug Gesprächsmöglichkeiten. Ich möchte, und der Kollege kommt schon nach vorne, jetzt von Baden-Württemberg den Sprung nach Hamburg wagen. Peter hat es in seiner Präse schon genannt, das Hamburger Modell. Von daher begrüße ich den geschätzten Kollegen und Büronachbarn Tore Debohr vom Clubkombinat Hamburg. Auch so ein umtriebiger Typ, der Mitgesellschafter beim Salon Hansen in Lüneburg war, da auch das Lunatic Open Air mitgegründet hat, auch gelehrt hat, etc. etc. 1000 Sasser, wie ihr alle. Ich übergebe das Wort. Mikro. Danke, Christian. Danke an die Berns für die Einladung hier nach Alt-Eglausheim. Freut mich sehr, euch ein bisschen was in kürzester Zeit zum Live-Concert-Account zu berichten. Ich habe mir überlegt, für 10 Minuten gibt es für euch exakt eine Folie. Das ist die hier. Und die werde ich ein bisschen runterrattern, um euch ein bisschen Einblick zu geben, wie machen wir private Musikspielstätten Förderung in Hamburg. Ich glaube, die Hamburger waren so ein bisschen die Urgesteine oder die Ersten, die angefangen haben, staatliches Geld in private Musikspielstätten zu pumpen. Deswegen der Kollege aus Freiburg kann hier mal ein bisschen Dinosaurierpolitik sich jetzt anschauen. Und genau, und ich wollte so ein paar Einblicke geben, weil wir auch dieses Jahr nämlich 10 Jahre feiern. Also wir hatten schon jetzt die 10. Förderrunde. Nämlich seit 2009 machen wir das Ganze. Wie machen wir es? Ja, will ich euch kurz skizzieren, beziehungsweise in der Zeit würde mir das nicht gelingen. Aber wir haben ja noch eine kleine Nacht-Session vielleicht. Wir sagen erstmal, es ist auf jeden Fall eine kalkulierbare, gerechte, weil auch ohne Jury und relativ mit geringem Verwaltungsaufwand eine Förderung, die sogar die Urheber mit einbindet. Wie machen wir das? Wir machen das, wurde ja eben schon skizziert aus Stuttgart, das nämlich über den Nachweis gezahlter GEMA-Rechnung. Es heißt immer, schimpft sich immer den GEMA-Erstattungsfonds. Nein, das ist es nicht. Es ist sozusagen, die GEMA wird nur zum Anlass genommen, einen Berechnungs- und Verteilungsschlüssel zu ermitteln, der dann halt mittels Quote im Verhältnis der verfügbaren Fördersumme ausgeschüttet wird. Direkt an die Antragsteller. Also heißt eigentlich, je mehr Konzerte, desto höher die Förderung. Insgesamt halt in diesen 10 Jahren sind es jetzt schon 1,745 Millionen an Landesmitteln, die ausgeschüttet wurden. 2018 waren das jetzt, also jährlich hat es eine Höhe da gehabt von 250.000 Euro seitens der Stadt Hamburg. Wir haben ja jetzt auch schon seit längerer Zeit in Hamburg die Clubstiftung. Die hat seit 2014 selber direkt auch in dieses Tool mit reingespendet, nämlich 130.000 Euro schon zusammen. So viel zu dem Thema, es kann auch gerne aus der Szene privates Geld reinfließen und wir freuen uns da tatsächlich über zunehmenden Zulauf von anderen Stiftungen. Wir haben jetzt gerade 700 Euro von Ticketmaster mal bekommen für 2 Konzerte, die da reinfließen werden. Also auch das ist möglich. Einfach hier nochmal so eine Poserzahl, 436 Antragstellungen insgesamt.
2018 haben wir hier tatsächlich jetzt auch den Höchstwert bisher verzeichnet, also ein stetiges Wachstum, 61 Antragsteller, die da abgewickelt werden. Und vom Verwaltungsaufwand habe ich einfach nochmal ein Foto gemacht. Das ist sozusagen das, was dann am Ende bei uns übrig bleibt. Tatsächlich noch mit Papier. Ich finde die Online-Variante ist charmant, aber es ist dann doch tatsächlich ein in der Prüfung einen, ja, durchaus mal einen Aufwand, den wir aber mit einem externen Prüfer bewältigen bekommen, der sich tatsächlich jede GEMA-Rechnung, die eingereicht wird, einzeln anguckt und dann eine große Excel-Tabelle erstellt, ja, um das nachher alles berechnen zu können. Wir haben noch seit ein paar Jahren eine extra Förderkomponente in dem Programm drin, das nennen wir den sogenannten LCA+, das ist quasi nochmal ein Ansatz der Kleinstkonzertförderung, wo wir speziell ja anhand der GEMA-Rechnung sehen können, wie viele Besucher und wie hoch war der Eintrittspreis. Und wir können daran steuern und dann gucken, okay, wenn eine gewisse Schwelle nicht überstiegen ist, dann wird es sich hier wohl um ein Kleinstkonzert gehandelt haben, was dann nochmal speziell gefördert wird. Im letzten Jahr war das ein Wert von 14,21 Euro pro Konzert. Unsere politische Forderung ist da, wir wollen gern 100 Euro pro Kleinstkonzert. Da ist also noch ein bisschen Luft nach oben, aber da adressieren wir unter anderem auch künftig mehr an die private Wirtschaft. Gib doch da mal was rein, damit wir irgendwie diese Kleinstkonzertförderung regeln können. Die Clubstiftung ist als Abwicklungsstelle hier für die Stadt Hamburg tätig. Genau, das ist, glaube ich, auch ein Argument oder ein Ergebnis, warum so viele Clubs sich daran beteiligen, weil sie da ein hohes Vertrauen zu dieser Stelle haben. Genau, und alle, weil wir wissen natürlich, viele der Kollegen, Bremen, Hannover, Mannheim, zeigen sich interessiert, Stuttgart, wie ist das Hamburger Modell? Ich würde einfach anbieten, heute Abend ab 19:30 zu dieser Session 3, mal ein bisschen mehr Einblicke zu geben, nämlich wie ist es konkret, Antragsformular, Regelung und vor allem, da würde ich mich heute darauf konzentrieren, wie ist eigentlich dieser Prüfprozess, also ich habe euch mal exklusiv mitgebracht, diese Excel-Tabelle, diese ominöse, um dann zu gucken, warum könnt ihr eigentlich behaupten, dass es kalkulierbar und gerecht ist, das macht sich anhand dieser Excel-Tabelle, glaube ich, nachher deutlich, aber da baue ich den Spannungsbogen einfach bis nachher. Ich will ja nicht zu viel verraten, beziehungsweise haben wir nachher vielleicht ein bisschen im kleineren Rahmen nochmal die Möglichkeit, euch das zu erläutern. Und genau, dann hat man nämlich am Ende auch diese Berechnung und weiß so ein bisschen, wie das läuft. Das ist im Prinzip mein Input und hätte jetzt noch, glaube ich, Zeit für Fragen. Da hinten und hier vorne. Fangen wir hinten an, arbeiten uns nach vorne durch. Eine kurze Frage nur, wer ist antragsberechtigt? Musikspielstätten, die nicht größer sind als 1000 Kapazität und die müssen mindestens 24 Konzerte im Jahr nachweisen und sie dürfen keine institutionelle Förderung bekommen. Und Konzerte können auch eigenkreative DJs sein, also da geht es nach Livecom-Definition, also auch elektronische Clubs können hier Teil dieses Förderprogramms werden. Ich habe eine Frage zum Punkt GEMA. Es gibt ja inzwischen auch einige Initiativen ab von der GEMA, die Urheberrechtssachen machen. Und es gibt auch Künstler, die GEMA-frei arbeiten. Was habt ihr da auf der Pfanne? Weil es hört sich ja doch so ein bisschen jetzt so an wie diese geschlossene Gesellschaft rund um die GEMA. Und ein paar Leute sind da vielleicht außen vor. Das fände ich mal gut zu wissen, ob das... Also meines Erachtens, ich weiß nicht, ob du auf die C3S anspielst, die sich in Gründung befindet, aber meines Erachtens hat die GEMA nach wie vor in Deutschland das Monopol der Urheberrechtsverwertung und somit sind sie die Alleinigen, die sozusagen hier Urheberrechte vergeben können. Und wir haben, ja, das ist gute Nachfrage, danke, auch ein GEMA-freies Tool, also auch GEMA-freie Konzerte werden bei uns abgefragt und sind voll förderfähig. Da geht das dann mit einem Mindestsatz ein. Also wenn es läuft konkret so, die Clubs müssen einen Programmnachweis liefern, eine Liste an Konzerten, die sie gemacht haben, in ihren Flyern muss es drinstehen und wenn dann der Prüfer sieht, dass die Rechnung, dass es nicht auf der Rechnung aufgetaucht ist, dann muss es sich wohl um ein GEMA-freies Konzert gehandelt haben und das fließt dann mit einem Mindestsatz ein, also im Moment 23 Euro schieß mich tot und am Ende, genau, gibt's dann dafür, werden auch also GEMA-freie Konzerte hier drüber förderbar oder sind. Ich
habe noch eine Frage. Was sagst du zu der Kritik, dass es auch zum Beispiel in Stuttgart nicht funktioniert, das System, weil beispielsweise keine GEMA-Gebühren oder weil die Clubs nicht selbst veranstalten? Für mich, also wir versuchen das ja auch bei uns umzusetzen und war ja eher ein Anreiz zu sagen, man lässt Clubs wieder selbst veranstalten. Gab es da bei euch eine Entwicklung in den 10 Jahren, dass wieder mehr Clubs auch selbst veranstaltet haben? War das negativ für die Veranstalterbranche oder kannst du dazu was sagen? Habt ihr das mal ausgewertet? Nee, haben wir nicht. Also wir führen jetzt keine Statistik darüber, aber allein der Trend der bewilligungsfähigen Summen, also das, was die Clubs einreichen an GEMA, glaube ich, können wir schon am Ende mal nachweisen, dass das mehr geworden ist, weil natürlich, klar, die Clubs dann nach jetzt 10 Jahren auch verstanden haben, okay, also wenn ich selber mich um die GEMA-Sache kümmere, dann ist das ja auch mir dienlich. Und in Hamburg haben wir ja auch häufig diese, oder ich glaube wahrscheinlich überall, wenn die GEMA am Ende ihr Geld nicht sieht, dann kommt sie ja immer gerne zum Club und holt sich dann da doch final ab. Und das befördert natürlich hier diesen Trend, dass die Clubs schon mit dem Programm mehr sich um die GEMA kümmern und das auf dem Zettel haben, weil sie dann wissen, okay, sie können bis zum 31.8. des, also jetzt 2019, dann die GEMA-Rechnung vom Jahr 2018 einreichen. Und das ist planbar, kalkulierbar und deswegen, glaube ich, ist das einfach so eine über die Jahre gewachsene Erkenntnis. Und klar, wenn das in Stuttgart so ist, dann ist das natürlich ein sehr trauriges, aktuelles Bild. Aber ich würde sagen, wenn sich das durchsetzt, dann geht das, wäre also das doch auch möglich. Deswegen auch die Bemerkung dazu, dass natürlich explizit keine Kritik an dem Hamburg. So habe ich es auch nicht verstanden. Es ist von hinten da eben gekommen, aber wenn es nicht anwendbar ist, dann muss man eben andere Wege suchen. Aber Bezug auf GEMA-Zahlen, soweit möglich, wird da auch genommen werden, weil es das einzige objektive Anknüpfungspunkt ist irgendwo. Ich habe es auch wirklich auch nicht als Kritik verstanden. Sondern nee, aber klar, hinten wurde es jedenfalls mit Kritik eben angesprochen, das, um dem nur vorzubeugen. Gut, ich sehe keine weiteren Fragen, Christian. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, die Einladung steht heute exklusiv. Noch niemand hat diese Excel-Tabelle jemals gesehen, außer ich und der Prüfer. Heute habt ihr die Chance. Bis später vielleicht. Vielen Dank. Okay, vielen Dank. Jetzt fliegen wir von Hamburg nach Berlin und ich darf einen weiteren sehr geschätzten Kollegen auf die Bühne bitten. Ich habe schon zu Raimund gesagt, wenn ich deinen Lebenslauf hier vortragen soll, dann sind die 15 Minuten ja schon um. Ich versuche das mal abzukürzen. Er war die letzten Jahre sehr aktiv oder war früher sehr aktiv im Rahmen des ganzen RAW-Geländes mit einem eigenen Club und so weiter und Veranstaltungen, Partys etc. etc. Er ist jetzt aber auch schon seit längerer Zeit bei der Club Commission Berlin aktiv und aktuellstes Projekt und ein sehr geschätztes Projekt ist die Stadt nach 8-Konferenz, auf die ich gerne schon verweisen möchte, die am 28. bis 30. November in Berlin stattfindet. Bitte mitnotieren. Ansonsten übergebe ich das Mikro sehr gern an Raimund Reintjes. Nimm ich das? Du nimmst das. Okay. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich wusste nicht ganz genau, was mich hier erwartet, wie speziell sozusagen das Thema wirklich aufgearbeitet wird. Und zum Zweiten hatte ich auch die Herausforderung, dass ich schon über den Schallschutzprogramm für Clubs, was wir in Berlin aufgelegt haben, schon wirklich jetzt diverse Male auch an verschiedensten Orten schon Vorträge gehalten habe. Deswegen habe ich mich eigentlich dafür entschieden, dieses Schallschutzprogramm so ein bisschen mal von der kulturellen Seite aufzuwickeln. Auch so die Frage irgendwie, was ist eigentlich der Hintergrund und so ein bisschen die Überlegung auch, die wir zusammen mit der Senatsverwaltung für Wirtschaft und auch dem also gesamten Senat von Berlin eigentlich auch genommen haben, um dazu zu kommen, zu sagen, wir brauchen eigentlich sowas wie einen Schallschutzfonds für Berliner Clubs und Musikspielstätten. Ich selber bin auch ein Kind der Popkultur und populäre Musikkultur findet nicht nur hinter den Türen der Clubs statt, sondern sie ist eigentlich auch ein Ausdruck eines Lebensgefühls. Die Clubs selber sind für mich eigentlich auch nur Orte der Genese dieser Kultur oder auch Orte, wo diese kulturelle Identität geboren wird. Aber sie hat meines Erachtens viel mehr als nur hinter den verschlossenen Club oder hinter den Clubkulturen und in der Nacht
Bedeutung, sondern sie strahlt auch auf den Alltag, sie strahlt auf soziale und gesellschaftliche Bedingungen, unter der die Popkultur mehr oder weniger gut gedeiht. In Berlin sieht es da gar nicht so schlecht aus. Bevor ich 1992 nach Berlin umgezogen bin, habe ich in Köln gewohnt. Und wenn ich über lokale kulturelle Identitäten von Köln spreche, dann würde ich jetzt mal gerne noch den Bogen zum Karneval machen, weil ich liebe Köln. Ich bin immer noch mit einer Herzkammer sozusagen Rheinländer geblieben. Aber was ich immer sehr schwierig fand, war das Verhältnis zum Karneval. Wer jemals in Köln zum Karneval gewesen ist, der weiß, man kann sich dieser kulturellen Ausdrucksform nicht entziehen. Das ist tatsächlich so, dass das ganze Jahr über in den Karnevalsvereinen über diese 5 Tage oder über diese 7 Tage, die es dann letztendlich irgendwie sind, plus Vor- und Nachlauf irgendwie gesprochen wird, dass Kostüme gebastelt werden, das ganze Vereinswesen, was dazugehört, nimmt einen sowieso schon mal irgendwie immer mal wieder in Beschlag, aber dann tatsächlich, wenn die sogenannten närrischen Tage von Albweiberfastnacht bis zum Aschermittwoch dann also anstehen, dann ist eigentlich für jemanden, der mit Karneval nicht so viel am Hut hat, eigentlich nur noch Stadtflucht möglich. Das heißt, in Köln findet der Karneval ja auch nicht nur in der Innenstadt statt, sondern auch in jedem kleinen Bezirken gibt es die Fädelszeug, die sogenannten. Das heißt, irgendwie da werden halt Kinderzüge durchgeführt oder von lokalen Karnevalsvereinen, die dann im Vor- und Nachlauf von den großen Karnevalszügen stattfinden. Veranstaltungen durchgeführt, Kindergärten, Schulen, alles ist geschlossen, irgendwie nichts ist normal und vor allen Dingen, man hat halt tatsächlich 5 Tage lang stark alkoholisierte Leute die ganze Nacht über, die einem sozusagen nahelegen, dass wenn man da nicht wirklich intensiv dran teilhaben will, man doch eigentlich besser sich überlegt, was man in diesen Tagen machen will. Trotzdem ist natürlich irgendwie der Kölner oder der Rheinische Karneval, wie hier auch die Fastnacht, oder so ist natürlich Ausdruck einer regionalen Kultur, die niemand weghaben, also die sich, die niemand in Frage stellen möchte oder die auch einen gewissen Charme dieser Region ausmacht. So, da haben wir, genau. Es geht also letztendlich auch um eine Bereitschaft, diesen kulturellen Ausdruck von anderen Leuten zu akzeptieren. Das ist auch etwas, worüber ich im Zusammenhang mit der kulturellen Identität aus der Popkultur immer wieder gerne spreche. Das heißt, sie ist eigentlich auch die Grundlage von städtischem Zusammenleben oder auch von einer urbanen Wirklichkeit, wie ich sie halt in Berlin sehr stark erlebe. Trotzdem muss man sich natürlich fragen, wo sind die Grenzen von dieser Akzeptanz des kulturellen Ausdrucks anderer? Also welche Ansprüche an Rücksichtnahmen kann man eigentlich erwarten und wie viel kulturelle Teilhabemöglichkeiten sind eigentlich einforderbar? Und auch die Frage, sind sie überall gleich? Wir wissen alle, egal eigentlich, ob wir in München, Freiburg, Mannheim, Hamburg oder sonst irgendwo sind, dass Konfliktpotenzial in Städten nimmt zu. Das ist natürlich irgendwie die üblichen Schlagworte, die wir in den letzten Jahren immer wieder diskutiert haben, von Gentrification, von Immobilienspekulationen oder auch einer wachsenden Verdichtung von Innenstädten. Das alles sind so Potenziale, die uns zunehmend vor die Frage stellen, wie wollen wir damit umgehen. Es entsteht ein wahnsinniger Druck auf Orte, auf Plätze, auf Flächen. Aber auch eben ein Druck auf das gut nachbarliche Zusammenleben von Menschen, die in der Innenstadt wohnen und Menschen, die die Innenstadt für Kultur und andere Aktivitäten Kultur, nutzen wollen. Ich möchte jetzt nicht so sehr darauf eingehen, dass ich auch ein bisschen das Gefühl habe, dass wir momentan versuchen müssen, einen Trend der Entsolidarisierung in der Gesellschaft entgegenzuwirken, aber trotzdem ist nicht damit getan zu fragen, wer hat jetzt Schuld? Sind jetzt irgendwie die neuen Eigentumswohnungseinkäufer, möglichst noch aus anderen Bundesländern, die nach Berlin ziehen, diejenigen, die uns das Leben so schwer machen, sind die Immobilienspekulanten, die versuchen, sozusagen ihr Geld irgendwo anzulegen, wo es Dividende bringt, oder es sind die Clubs, die dafür sorgen, dass möglichst viele Touristen in die Stadt kommen, die dann denken, sie sind in ihrem Ballermann-Urlaub und nutzen halt die Zeit, die nächtliche Zeit darum, dafür
ihren kulturellen und hedonistischen Freiraumbedürfnissen nachzugehen. Also die Frage ist nicht, wer hat Schuld, sondern die Frage ist eigentlich, wie können wir das Problem lösen, wie können wir es schaffen, dass die Innenstädte kulturelle Freiräume oder kulturelle Räume nach wie vor anbieten können und trotzdem auch neue Wohnungen dort entstehen können. So. Letztendlich heißt es, wir müssen etwas investieren. Wir müssen in Kultur investieren, wir müssen auch in gesellschaftliche Prozesse investieren, die daraus resultieren, dass wir Konfliktpotenziale feststellen, dass wir feststellen, dass wir Regelungsbedarf haben an der einen oder anderen Stelle. Das heißt, wir müssen auch in die nachbarschaftlichen, das nachbarschaftliche Miteinander investieren. Und ohne jetzt en Detail zu diskutieren, wie viel uns innerstädtische Kultur eigentlich wert sein sollte, möchte ich jetzt trotzdem mal die Gelegenheit dafür nutzen, zu sagen, den Berliner Schallschutzfonds, den wir haben, der mit 1 Million Euro ausgestattet ist und den wir gemeinsam mit der Berliner Senatsverwaltung entwickelt haben, ist jetzt sozusagen, da investieren wir jetzt 1 Million Euro. Und wenn ich jetzt mal so in der Relation sehe für das, was man an anderen Orten sozusagen für innerstädtische Kultur investiert oder auch die Tatsache, dass ich dafür ungefähr 2 Eigentumswohnungen à 60 Quadratmeter in Mitte kaufen kann in Berlin, dann stellt sich halt sozusagen schon mal auch so die Frage, ist es uns das wert oder müsste es uns das wert sein oder ist das jetzt irgendwie eine ganz exotische Geschichte, die wir da in Berlin machen und die so verrückt klingt, weil 1 Million erstmal eine Zahl ist mit 6 Nullen und das so eine Größenordnung ist, die für viele Clubbetreiber schon klingt wie aus dem Märchenland. Das heißt, mit dieser 1 Million Euro wollen wir Nachbarschaften befrieden und wir wollen auch gleichzeitig die Attraktivität der Berliner Clublandschaft erhalten, die nicht ganz zu Unrecht irgendwie auch einen gewissen Ruf besitzt und die auch nicht ganz vielleicht zu Unrecht mittlerweile in Berlin auch dazu führt, dass der Senat auch erkannt hat, dass es aus verschiedensten Gründen ganz klug ist, sie zu erhalten. Das heißt, die Fragestellung, also wie schaffen wir es, das Miteinander so zu organisieren, dass Kreative aus aller Welt, Touristen und junge Menschen, die abends den Drang haben, sich mit anderen Leuten zu treffen und ihre eigenen kulturellen Orte und Erlebniswelten zu schaffen, gleichzeitig mit denjenigen an einem Ort existieren können, die vielleicht Familie mit Kindern als Modell gewählt haben und oder in der Lebensphase sind, wo das alles jetzt nicht mehr so eine Rolle spielt, wie das vielleicht noch vor ein paar Jahren gewesen ist. Der Schallschutzfonds, den wir mit der Senatsverwaltung für Wirtschaft und Nadja Klarus, meine geschätzte Partnerin sozusagen auf der Seite ist auch heute anwesend, den wir da entwickelt haben, das ist genau ein Modell oder ein Instrument, womit wir versuchen, eigentlich da anzusetzen, wo wir ansetzen können, nämlich auf der Seite der Clubs, dort in bauakustische Maßnahmen zu investieren. Bauakustische Maßnahmen, das sind zum Beispiel Schallschutzwände, die wir bauen können, das sind zum Beispiel Maßnahmen vom Active Noise Cancelling oder das sind auch Schallisolierung von Gebäudeteilen, wie sie zum Beispiel notwendig werden, wenn wir an einer Stelle heranrückende Wohnbebauung an Orten, an Kulturorten, an Clubs, an Musikspielstätten haben, wo vorher vielleicht noch kein Problem entstanden ist. Das haben wir tatsächlich in Berlin nach wie vor relativ häufig, weil Berlin lange Zeit eigentlich kein Problem damit hatte, viele Freiflächen noch aufzuweisen und ein relativ entspanntes Miteinander auch zu gewährleisten. Jetzt im Rahmen der Verdichtung der Stadt fällt das alles weg oder fallen diese Flächen weg. Es wird also zunehmend auch notwendig, solche bisher vielleicht unnötigen Isolierungsmaßnahmen irgendwie zu finanzieren. Und solange wir also kein Agent of Change Prinzip bisher implementiert haben, Agent of Change Prinzip heißt, derjenige, der später kommt in die Situation, muss dafür sorgen, dass diese Akteure, die in seinem Einzugsbereich sind, eigentlich weitermachen können wie bisher. Solange wir also nach dem Verursacherprinzip auch noch bei der Schall- und Lärmproblematik gehen müssen, können wir eigentlich auch nur da ansetzen, dass wir sagen, okay, was kann man auf Clubseite machen, um die Problematik ein bisschen zu entschärfen.
Wir von der Clubkommission sind dabei der durchführende Partner des Senats. Also wir haben dort einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit dem Senat abgeschlossen, weil der Senat uns auch mittlerweile als jemand akzeptiert oder annimmt, der auch über seine Expertise und über die kommunikativen Beziehungen, die zur Clublandschaft und zur Clubszene entstehen, also sich diese ganzen gewachsenen Strukturen zunutze macht, um tatsächlich an diese kleinteilige, inhabergeführte und sehr diverse Berliner Szene auch ranzukommen, um dieses Instrument eben auch so wirkmächtig wie möglich auch einzusetzen. Das möchte ich auch gleichzeitig so ein bisschen dafür nutzen. Wir hatten die Diskussion ja an der einen oder anderen Stelle schon bezüglich der Frage Nachtbürgermeister oder ist das eine gute Idee und was kann der eigentlich ausrichten, dafür zu werben, dort, wo selbstorganisierte, autoorganisierte Strukturen entstanden sind, aus der Clublandschaft heraus, auch für administrative und politische Akteure in diesen Städten darauf zu setzen, dass dort irgendwie eine Expertise vorhanden ist, Netzwerke vorhanden sind, gute Kontakte vorhanden sind, sich die zunutze zu machen und Verbündete und Partner in diesen Institutionen zu suchen und nicht darüber nachzudenken, sozusagen top-down einfach immer nur Leute einzusetzen, die dann schon alle Probleme in der Nacht regeln sollen und wo sozusagen vorhandene Netzwerke auch möglicherweise dann die Leidtragenden sind davon, dass, dass die Politik ja dann sagt, naja, wir haben ja jetzt einen Nachtbürgermeister. Genau, wir haben also zusammen mit dem Wirtschaftssenat versucht, Kriterien zu überlegen, nach denen wir den Schallschutzfonds aufsetzen können. Wir haben, wie gesagt, hauptsächlich die kleinen und mittleren Spielstätten im Visier, nicht die großen. 1500 ist bei uns irgendwie die Grenze derjenigen, der Besucheranzahl, wo wir sagen, irgendwie ab darüber hinaus sind die Clubs sozusagen zu groß, um noch als sozusagen szenerelevante Akteure gesehen zu werden, die auch Schwierigkeiten haben, die Herausforderungen eigenständig zu leisten. Das heißt, wir wollen eigentlich keine Gelddruckmaschinen damit noch mit zusätzlichem Geld versorgen, sondern wir wollen eigentlich tatsächlich diese kleinen und viel schichtigen Clubs mit unserem Programm erreichen. Wir versuchen mit diesem Programm Maßnahmen zu fördern, die dazu dienen, die vorhandene Konfliktlagen zu lösen. Eine vorhandene Konfliktlage, das kann auch sein, dass es mittlerweile irgendwie über einen B-Plan, beim B-Plan-Verfahren feststeht, dass irgendwo ein neues Wohngebiet entstehen wird und dass, bevor jetzt tatsächlich die Konflikte schon aktenkundig sind, es absehbar ist, dass wir an dieser Stelle ein Problem bekommen werden. Das heißt, wir sind also tatsächlich auch mit dem Programm so weit unterwegs, dass wir versuchen, irgendwie einen Schritt nach vor die Probleme zu bekommen und nicht nur hinterher zu rennen und versuchen, die Scherben wieder aufzusammeln und zusammenzukleben, sondern am besten schon im Vorfeld dafür zu sorgen, dass keine Scherben entstehen müssen. Wir haben aktuell knapp fast 30 Antragsteller für dieses Programm, was halt auf 50.000 Euro pro Antragsteller begrenzt ist, fördersummenmäßig. Der Eigenanteil liegt so zwischen 10% und 20%, was die Clubs halt selber dazu beitragen, dass, dass Schallschutzmaßnahmen verbessert werden können. Was halt bedeutet, dass bei knapp 30 Antragstellern jetzt schon absehbar ist, dass wir mit dieser Million auch nicht hinkommen werden. Es gibt schon Signale darüber, über den Zeitraum 2019 hinaus auch Mittel mit dem Senat zu verhandeln, dass wir dieses Programm weiterführen können. Ich bin mal gespannt, sozusagen, wie sich das dann nach der Sommerpause auch wirklich ergeben wird. Auf jeden Fall ist der Bedarf groß und die Akzeptanz ist auch groß, was für mich eigentlich auch bedeutet, dass wir da auf einen sehr guten Weg gekommen sind. Ich habe auf jeden Fall eine ganze Menge von den Details, die jetzt dieses Lernschutzfonds ausmachen, nicht explizit in meinem Vortrag integriert. Ich kann aber über alle Details natürlich Auskunft geben für diejenigen, die vielleicht das modellhaft vielleicht auch überlegen wollen, vielleicht mal zu übertragen. Aktuell
haben wir die Situation, dass in Köln über einen solchen, eine Variante dieses Fonds nachgedacht wird. Aktuell haben wir auch in Barcelona schon jemanden, eine Stadt gefunden, die das für eine gute Idee hält und das jetzt auch macht, sodass ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, das, was wir uns da in Berlin ausgedacht haben, das kann auch nochmal richtig Schule machen. Also für alle, die wirklich Interesse daran haben, wie wir es genau aufgesetzt haben, wir haben über die Zweistufigkeit, die wir uns auch überlegt haben, dass wir über die Prüfverfahren, über die speziellen Bedingungen, die können mich da gerne zu interviewen. Nadja Klarut bestimmt auch, die weiß dann genauso viel wie ich sozusagen. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, damit würde ich es erstmal belassen für heute. Vielen lieben Dank, Raimund. Also ich weiß vom Kölner Kollegen, der sich das angeschaut hat, also jetzt von der Kölner Verwaltung, kam denn bei den Details, die es ja dann vielleicht nachher noch zu klären gilt, das hat die Stadt zugelassen? Da war die Verwaltung mit bereit für. Also es ist ein gutes Beispiel, will ich die Spannungsbrücke ein bisschen bauen. So. Also Raimund ist da, die Berliner Verwaltung ist da, freut mich sehr. Von daher vielen Dank. Und beim nächsten Thema geht es jetzt nicht mehr in die Städte, sondern es geht um die Bundesclubförderprogramme. Den nächsten Kollegen, den ich auf die Bühne bitten darf, ist Björn. Björn und ich, wir haben das Vergnügen, 3 Förderprogramme in 10 Minuten darzustellen. Also Spaß. Genau, vielleicht ein paar Worte zu Björn. Björn ist als Projektmanager bei der Initiative Musik tätig. Anfangs für den Bereich South by Southwest. Die letzten 4 Jahre hatten viele oder einige Clubs die Möglichkeit, Björn direkt am Telefon zu haben, denn er hat den Applaus begleitet. Und aktuell ist er für was zuständig? Sorry, das fehlt mir jetzt. Controlling. Also richtig viel Spaß. Ja. Genau. Dann würde ich mal sagen, wir starten. Wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt. Björn wird ein wenig über den Applaus sprechen. Ich werde ein wenig über die Programme DigiInvest und TESA sprechen. Warum ich als Livecom, dazu kommen wir gleich, denn wir sind Abwicklungspartner. Aber ich übergebe erst einmal an Björn. Ich fange an. Sehr gut. Willst du tippen? Ich tippe. Ja, hallo. Freut mich. Der Ablauf, die Übersicht, wie Christian schon gesagt hat. Die Initiative Musik, was sind wir eigentlich, falls ihr nicht schon in eure Beutelchen geguckt habt, wo ein Flyer von uns drin ist, erzähle ich das nochmal. Zentrale Fördereinrichtung für Rock, Pop und Jazzmusik des Bundes. Seit 2007 gibt es uns und für Rock, Pop und Jazzmusik zuständig. Schwerpunkte sind die Nachwuchsförderung, Förderung von Musikerinnen mit Migrationshintergrund, Spielstätten- und Clubförderung und auch die Förderung von Popularmusik im In- und Ausland, also auch Exportförderung. Okay, dann übernehme ich ganz kurz. Wer ist die Livecom? Die Livecom ist der Bundesverband der Musikspielstätten in Deutschland. Ausgeschrieben heißen wir Live-Musikkommission e.V. Aktuell, selbst diese Folie stimmt schon wieder nicht, sie ist 2 Tage alt, sind wir 555 Mitglieder. Es sind noch 3 Festivals dazugekommen und einige Clubs. Sind untergliedert in 12 Netzwerke. Einige habt ihr ja schon kennengelernt, Clubkombinat Hamburg etc. etc. Und wie das unsere Ziele sind natürlich vernetzen, weiterbilden und natürlich für eine politische Aufmerksamkeit im Bund zu sorgen, gerade beim Thema Förderung etc. etc. Jetzt geht's zum Applaus. Applaus hieß früher Spielstätten, Programmpreis Rock, Pop, Jazz. Seit 2015, 16 heißt es Applaus, ein Akronym natürlich, für Auszeichnung der Programmplanung unabhängiger Spielstätten. Habt ihr euch bestimmt alle gedacht. Wofür der Applaus bzw. der Spielstättenprogrammpreis steht, ist die Förderung von qualitativ hochwertiger, innovativer und ambitionierter Musik in den jeweiligen Clubs. Es ist eine Spitzenförderung, das ist immer ganz wichtig, und soll die Bedeutung der Spielstätten für Rock, Pop, Jazzmusik aufzeigen. Rock, Pop, Jazzmusik ist so ein bisschen
das Genre, wie wir es benennen, da gehört aber auch Weltmusik dazu, da gehört genauso gut auch elektronische Musik dazu. Die Bandbreite ist recht weit. Wir wollen durch diesen Preis Aufmerksamkeit hervorbringen für die Belange der Clubs in deutschlandweit, genauso aber auch in den einzelnen Regionen. Und natürlich gibt es mit diesem Preis auch eine finanzielle Würdigung, also Geld. Antragsberechtigt sind dafür Live-Musikspielstätten und Veranstalterinnen in Deutschland, mit Rock, Pop, Jazz wieder als Hintergrund, die diese Clubs zum Zweck der Live-Musikspielstätte haben. Also es kann sich kein Club bewerben, der zum Großteil ein Kino ist. Genau, das muss öffentlich vorgetragen werden alles. Inhaltliche und finanzielle Hauptverantwortung müssen sie haben, einen regelmäßigen Spielbetrieb vorweisen, und bei den Veranstaltern und Veranstalterinnen sind Festival- und Tourneeveranstalterinnen ausgeschlossen bei der Teilnahme. Die Antragstellung und dann auch die Preisgelder kann man in drei Kategorien, Kategorie 1 und 2, jeweils Spielstätten, die mindestens 104 oder mindestens 52 Konzerte pro Jahr durchführen. In der Kategorie 3 sind Spielstätten mindestens 10 Konzerte oder Veranstalterinnen und Veranstalter, die auch mindestens 10 Konzerte pro Jahr durchführen. In der Kategorie 1 und 2 gibt es eine Fördermittelhöchstgrenze, das heißt, die Spielstätte darf maximal 40% öffentliche Förderung erhalten. Wenn sie drüber ist, ist sie nicht antragsberechtigt. In der Kategorie 3 gibt es diese Grenze nicht. Kapazitätsgrenze ist bei uns, im Gegensatz zu anderen Programmen, die es hier gegeben hat, 1.000 pro Club. Und die Preisgelder, bis zu 40.000, bis zu 20.000 und bis zu 7.500, das entscheidet die Jury. Es ist ein Juryverfahren, wie dieser Preis funktioniert. Das heißt, man bewirbt sich, man gibt sein Programm an, man gibt an, warum man eigentlich preiswürdig ist. Und dann gibt es eine neunköpfige Jury, die aus dem gesamten Musikbereich sich zusammensetzt. Da sind Musikerinnen drin, sind Veranstalterinnen drin, sind aber genauso gut auch Journalisten oder Journalistinnen drin. Das Ganze kumuliert dann in einer großen Preisverleihung, die durchweg durch das Bundesgebiet wandert. Die fand schon in Dresden statt, sie fand in Hamburg statt, in Mannheim, in Köln. In diesem Jahr wird sie in Berlin stattfinden, im Zuge der Stadt nach 8. Dort kriegen die Preisträgerinnen und Preisträger dann eine Urkunde durch die Staatsministerin Professor Grütters übergeben und haben gleichzeitig auch noch die Möglichkeit des Netzwerkens, und ein, zwei Workshops gibt es dabei auch, wo wir dann über verschiedene Themen einen Workshop machen. Genau, das alles wird unterstützt durch uns mit einer breit aufgestellten Pressearbeit, sodass auch die jeweiligen Lokalpolitiker, die Lokalpresse, wo der jeweilige Club ist, auch wirklich mitbekommen, hey, dieser Club, diese Veranstalter hat jetzt eine Spitzenförderung erhalten. Und das funktioniert sehr gut, die Resonanz ist wunderbar. Man merkt richtig, dass dann dort ein Effekt stattfindet in den jeweiligen Regionen. Wenn man dann das Preisgeld erhalten hat, kann man es auch recht breit gefächert nutzen, in den jeweiligen beiden Kategorien Programm und Betrieb. Was dazu gehört, seht ihr da, es ist nahezu eigentlich alles, was ein Club an Kosten haben kann. Hier sieht man die Preisträger und Preisträgerinnen im Jahr 2018. Es war recht breit gestreut. Wir müssen uns leider sagen, dass wir noch keinen in den gesamten 6 Jahren, in denen es diesen Preis gab, noch keinen Preisträger aus dem Saarland hatten. Aber wir arbeiten dran. Genau. Du bist wieder. Und genau, dann nutze ich die restlichen 3 Minuten. Sorry. Nein, keine Kritiker, nicht alles. Ich hoffe, Bernd Strieder ist hier irgendwo. Nein, alles gut. Ich werde ein bisschen drüber wegfliegen. Für die Interesse haben, ich bin ja da. Wir sind sowieso gerade in der Antragsberatung, weil das Ganze zeitnah starten wird. Genau, ihr seht die Zeiten. Okay, ich versuche es zusammenzufassen. DigiInvest und TESA, das ging ganz gut, weil das Prozedere das gleiche ist, sind lediglich die Fördergegenstände andere. Auch hier ist natürlich das Ziel, die Clubszene zu stärken, nicht nur in den Metropolen, sondern auch vor allem in dem ländlichen Raum. Das heißt, man möchte eine Chancengleichheit herstellen, man möchte die Programmqualität sichern, etc.
Ja, schöne Folie, denke ich mir gerade so. Soll aber auch nur zeigen, wie das Ganze verteilt wird, denn es gibt eine Regionalquote, es gibt keine Jury, sondern es gibt, ich nenne es mal Ländertöpfe, die abgerufen werden können. Und ihr seht dann, es sind Länder wie NRW, Baden-Württemberg oder Bayern, wo dann die Großzahl an Anträgen eingeht. Berlin und Hamburg haben schon den Faktor 2 mit drin, und waren die letzten Jahre denn doch immer noch ganz gut dabei. Da kann ich immer nur sagen, puh, sonst hätte es da einen riesen Shitstorm wahrscheinlich gegeben. Aber auch was wir dem Applaus vorweg haben, wir haben einen Antrag letzten Jahr aus dem Saarland gehabt. Also es gibt doch einen Club dort. Genau, vielleicht hier mal ein kurzer Rückblick, Anzahl der Anträge und wie viel davon bewilligt wurden. Schon ein sehr schöner Erfolg, jeweils mit 1 Million an bereitgestellten Fördermitteln, außer im ersten Jahr, da waren es 1,5. Hier die Fördergegenstände bei DigiInvest. Hier bei DigiInvest haben wir es ganz einfach gehalten, digitale Tonmischpulte, Monitormischpulte etc., digitales Licht, das heißt auch Lichtmischpulte, aber auch Lichtkanne etc., Showlicht und digitales DJ-Equipment. Beim Programm TESA, das sind jetzt die Punkte, die in dem einmaligen Programm stattgefunden haben, ist es Bühnentechnik, so Trusses, Aufhängung, Befestigungsmaterial, Kabel etc. Schall- und Brandschutz hört sich groß an. Das ist in dem Bereich Molltorn, Schallabsorber etc. Aber auch daran wird gearbeitet. Visuelle Aufführungstechnik, da wollten wir die Elektroclubs ein bisschen abholen, gerade das Thema Mapping, das heißt Beamer etc. Und besonders stark nachgefragt beim TESA-Programm war Sound- und Backline-Technik. Gerade im Bereich Backline gab es sehr viele Anträge. Genau, unsere Antragsberechtigungen ähneln sich sehr des Applauses. Auch da versucht man natürlich, eine Gemeinschaftlichkeit herzustellen. Bei uns sind es auch Clubbetreiber mit einer Maximalkapazität von 2000 Personen. Auch müssen 24 Live-Musikveranstaltungen durchgeführt werden. Ihr müsst natürlich in Deutschland sitzen. Und es ist natürlich keine Start-up-Förderung, also die Musikspielstätte sollte schon seit 12 Monaten existieren. Des Weiteren, und da sieht man dann die Annäherung zum Applaus, zu den Kriterien, auch wir haben eine 40%-Quote drin, was die Förderung angeht. Und Unternehmen der öffentlichen Hand sowie der Kirche sind natürlich sind ausgeschlossen. Und natürlich geht es in erster Linie um Musikspielstätten, die sich auch als sowas verstehen. Genau. Antragsformalia. Antrag ist klar, dann müssen wir sehen, wie sind die Zahlen der Clubs? Können die Clubs sich die Anschaffung leisten? Sie müssen ein Angebot eingeben und natürlich müssen wir sehen, dass sie in irgendeiner Art und Weise auch existieren, das heißt ein Handelsregisterauszug etc. Gemeinnützigkeitsbescheid, ein Finanzplan oder Finanzierungsplan heißt es ja eigentlich und natürlich das Programm, denn auch wir checken natürlich die Veranstaltung, um zu sehen, kommen die Clubs über 24 Veranstaltungen, was ist das für ein Programm etc. Genau, und Sie müssen natürlich nachweisen, dass diese Mittel erstmal vorhanden sind, weil das ist ganz wichtig. In diesem Programm müssen die Clubs erstmal in Vorkasse gehen und erhalten dann später nach Prüfung der nächsten Unterfolie, bekommen dann später quasi erst das Geld, nachdem das nachgewiesen wurde. Aber das durchaus Besondere ist natürlich hier diese Förderhöhe, denn wir haben eine Mindestförderhöhe von 1.000 Euro. Das heißt, der Club kann einen Antrag für 1.000 Euro stellen, hat aber einen Eigenanteil von gerade mal 100 Euro und 900 Euro kommen vom Bund. Das geht hoch bis Anschaffung bis zu 20.000 Euro. Da ist das Ganze dann bei 50-50. Ganz kurz auf die Quote, darauf muss ich dann nochmal eingehen, das ist sehr wichtig. Wir kontrollieren das natürlich auch, deswegen auch die BWA oder Vereins oder diese vergleichbaren Unterlagen, dann nichts wäre schlimmer als ein Förderprogramm, wo der Club dran scheitert und daran zugrunde geht. Von daher werden die Unterlagen schon sehr genau geprüft. Es ist natürlich sehr viel, aber das Ganze funktioniert im Rahmen eines Windhundprinzips. Das heißt, am 6.5. um 10 Uhr geht der Link raus auf der Seite der Initiative Musik. Ganz Deutschland stürzt sich drauf. Bisher haben die Server gehalten.
Genau, und wie schon erwähnt, das Ganze wird nach Regionalquote verteilt. Alle, die darüber hinwegkommen, sind aber nicht gleich raus, sondern es wird eine Warteliste geben oder es gibt eine Warteliste und dieses Jahr erstmalig wird nach Zeitstempel priorisiert. Ja, hier mal ein kleiner Überblick über die Regionalquote und wie sie sich so zusammensetzt. Ihr seht die großen. Das Ganze ist natürlich orientiert sich an der Bevölkerungsschlüssel. Das heißt, Bundesländer mit einem großen Schlüssel haben natürlich auch einen größeren Topf. Etwas gekniffen sind natürlich so Länder wie Mecklenburg-Vorpommern. Ich glaube, die haben dieses Jahr knapp 18.000, 20.000 Euro. Aber ja, das Ganze soll ja aber auch Anreiz geben, auch für die Kommunen. Weil das ist nämlich auch durchaus erwünscht, dass auch dort Geld zur Verfügung gestellt wird. Genau, wie schon erwähnt, das Ganze wurde gekauft, die Clubs reichen die Rechnung ein und einen Nachweis, dass das Geld geflossen ist an den Händler und die natürlichen Verwendungsnachweise, das wird gecheckt und das Ganze wird überwiesen. Und wir haben es hoffentlich fast in der Zeit geschafft. Ja, großartig. Wir haben es geschafft, wir sind durch und wer Fragen hat, wir sind bis morgen hier. Meldet euch gern, sind natürlich aber auch telefonisch jederzeit für euch erreichbar. Vielen lieben Dank. Gibt es denn noch Fragen dazu? Eine, dort hinten. Hinter dir. Vielen Dank. Ich habe letztes Mal gelesen, dass geht an die Initiative Musik, dass Labras Banda eine Förderung bekommen hat. Was mir jetzt hat nicht so ganz erschließt, wenn das stimmt, dass eine Band, die jetzt wirklich weit über das Anfängerniveau und Mittelstandsniveau hinaus ist und die ganze Bierzelte voll macht, dann noch irgendwo Geld bekommt und andere dürfen sich mit tageweise Anträge durchschlagen, um dann Kleinstbeträge zu bekommen. Wenn ich gerade zu Ina gucke, sie sagte, das ist schon lange her, in den Anfängen der Band. Die hat ja irgendwann nochmal angefangen und da war dann wohl die Förderung. Weißt du das ja? Eine der ersten CDs, die rausgebracht wurden. Ich übersetze das mal. Genau. Zudem war natürlich die Frage nach Fragen zu den Clubförderprogrammen. Ja. Gut, die ist ausführlicher, da treffen wir uns nachher, weil das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ganz genau, darauf hätte ich jetzt auch verwiesen, beziehungsweise jetzt geht es ja in die Kaffeepause, damit wir dann erstmal diesen ganzen Input ein bisschen verarbeiten können und dann auch Politik und Förderer fragen können. Eine schlechte Nachricht habe ich aber hier, denn heute Morgen hat uns die Nachricht erreicht, dass Helge Lind leider nicht kommen kann. Der liegt flach. Wir haben versucht, noch Simone Barrientos aufs Panel zu zerren. Die kommt nämlich, also hat sich auch für heute schon angekündigt, schafft es aber nicht vor 18 Uhr. Von daher freuen wir uns trotzdem, dass Herr Grundl dabei ist, dass Ina dabei ist, dass das Musicboard dabei ist, Carsten etc. etc. Und ich freue mich auf eine Tasse Kaffee bei netten Gesprächen. Wir treffen uns 16 Uhr wieder hier. Danke.